Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zum BAFTcast 504. Und mit mir hier am Tisch begrüße ich das Mariechen. Hallo. Und das Nikolein. Hi. Hi. Schön, dass ihr da seid. Jo. Ja. Ja. Auch mal schön hier im Keller sitzen. Auch mal schön hier im Keller sitzen. Ein bisschen Dampf ablassen. Gleich hier zu Beginn kann man natürlich sagen, es gab jetzt eine längere Pause, weil beispielsweise war ich 2 Wochen lang nicht so wirklich verständlich durch Erkältung und sowas, was natürlich scheiße ist. Und wir hatten natürlich auch viel Arbeit mit den Klassenheften, aber wir gucken, dass wir das jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger hinkriegen. Weil ich glaube, der letzte Cast ist tatsächlich einen Monat her. Und es gab ein paar Leute, die haben da auch Kommentare geschrieben. Da kommen wir anschließend noch dazu. Die lesen wir dann einfach vor und können vielleicht noch ein paar Fragen beantworten oder so. Aber den BAFTcast, den gibt's noch. Keine Angst. Nicht weinen. Alles okay. Wir sind auch hier. Hallo. Hi. Oh, deine gute Laune kotzt mich an. Ich hab keine gute Laune, Mann. Ich tue nur so. Das machst du gut. Das machst du gut. Ja, ich bin so einer, weißt du. Faker. Ich kann sowas. Wie der Fake He-Man, weißt du. Da heißt der Faker. Kennst du den? Nein. Was? Es gibt so ein He-Man, der sieht aus wie He-Man, aber das ist Faker. What the fuck? Das klang jetzt nach irgendeiner Wrestling-Storyline. Ich musste mich da letztens mit auseinandersetzen, weil Simon irgendwie schon wieder solche Collectors-Toys kaufen will. Oh nein. Also die wichtigsten Figuren gibt. Und warum? So. Zu Recht. Tja, die sind schon cool, aber die sind auch scheiße teuer. Ich glaube, mit Zoll und Versand bist du bei fast 400 Euro oder so. Für eines? Nee, für 5 Stück oder so. Ich bin ein bisschen froh, dass bei uns der Platz ausgegangen ist, weil David hätte sonst immer noch weiter Zeug gekauft. Ja, ich bin jetzt an dem Punkt, wir brauchen ein neues Regal für so Zeug. Mhm. Ja. 400 Euro. Wir haben halt keinen Platz mehr für die neuen Regale. Ja, das ist gut. Neue Wohnung, hallo. Hallo, wir haben eine 100 Quadratmeter Wohnung. Man könnte meinen, da wäre vielleicht Platz. Genau. Bonzen. Für blöde 2 Leute, Mann. Ja. Muss halt einer von euch weichen. Ja, ich ziehe halt aus. Dann kann er. Wir können auch das Gästezimmer umgestalten ins Trophäenzimmer oder so. Das Museum. Das ist ja geil. Aber eigentlich ist das unsere Rumpelkammer. Wir schmeißen da immer so Kartons und so ein Zeug rein. So. Und dann einmal im halben Jahr räumen wir dann auf. Und Könnt ihr so Kartons und so Zeug nicht einfach im Keller bunkern und dann... Ja, der ist ja schon voll. Ach so. Ja, das kenne ich ja. Wir haben unseren Keller letztens entrümpelt. Das war Arbeit. Wir haben unsere Garage aufgeräumt, Alter. Das ist ein völlig neues Lebensgefühl, in die Garage reinzufahren. Jetzt hat man wieder Platz, um Zeug reinzustellen. Ja, wir haben gleich wieder welches reingestellt. So Zeug für einen Wertstoffhof, das wir eigentlich wegbringen wollten, aber dann hatten wir doch keine Zeit. Ja, hat auch immer keine Lust. Also zumindest geht es mir so am Wochenende. Potato, Tomato. Ja. Fuck you. Ich mache lieber Sachen, die Spaß machen. Aufräumen macht keinen Spaß. Aufräumen. So, ich habe mir auch geschrieben, wir machen ein kleines BlizzCon-Recap, weil natürlich gab es seit der BlizzCon auch keinen BAFTcast. Wir müssen vielleicht ein bisschen drüber sprechen, was da so alles passiert ist. So, auf der Eröffnungsveranstaltung wurde ja hier angekündigt für Overwatch Sombra, die inzwischen auch im Spiel ist. Und der Arcade-Modus, wo man beispielsweise 1 gegen 1 spielen kann mit zufällig gewählten Helden, was ganz lustig ausgehen kann, aber auch ganz lustig in die Hose gehen kann, wenn es jetzt irgendwie... Hier ist, gestern habe ich ein Symmetra-Spiel 1v1 zugeguckt. Alter, das war so langweilig. Ja, da passiert oft nicht viel. Ja. Für Diablo haben sie gesagt, gibt es einmal ein Event, wo sie Diablo 1... Entschuldigung, ich habe immer Husten. Scheiße, das geht nicht weg. Language. Ach. Egal. Wir sind auch unter uns. In Diablo 3 gibt es diesen, also das kann man auch schon auf dem Testserver spielen, die Rekreation von Diablo 1 in Diablo 3. Also mit allen 4 Bossen und 16 Levels. Also das ursprüngliche Diablo war ja so ein Dungeon Crawler, wo du dann halt von Level zu Level ins Dungeons gelaufen bist oder gespielt hast. Wo einige Leute wohl ein bisschen auch enttäuscht darüber sind, dass es nur im Rahmen eines Events passiert im Januar, aber nicht dauerhaft drin bleibt. Vielleicht entscheiden sich ja die Entwickler noch ein bisschen anders. Und der Totenbeschwörer kommt zu Diablo 3. Als Totenbeschwörer Class Pack oder so. Das heißt, muss man Geld für auf den Tisch legen. Dafür ist er natürlich in der männlichen und in der weiblichen Variante verfügbar. Voll vertont mit Quests und so.
Es gibt, glaube ich, auch zwei neue Gebiete, oder? Die kommen sollen. Ja, die kommen auch noch. Sind die in dem Pack drin? Schon, ne? Ich weiß nicht, ob die im Pack sind oder ob die nicht schon früher kommen. Das ist halt schon spannend, was das denn kostet, ne? Für die neue Klasse. Aber ja, das spekulieren die Fans auch. Aber eben auf den Totenbeschwörer müsst ihr auch noch länger warten. Der kommt erst, ich glaube, in der zweiten Jahreshälfte 2017. Da fließt noch viel Wasser den Bach hinunter. Ich hätte ja einen Druiden cooler gefunden. Ich habe Totenbeschwörer gespielt damals. Und also am längsten habe ich, glaube ich, mit dem Paladin gespielt in Diablo 2. Ich habe irgendwann mal mit dem Totenbeschwörer ausprobiert und das war, fand ich eigentlich immer ganz cool, weil du bist eigentlich die ganze Zeit rumgerannt und hast halt den Loot vom Boden eingesammelt, während deine ganzen Skelette und sowas halt den ganzen Shit umgehauen haben. Auf der BlizzCon habe ich den ein bisschen ausprobiert. Da hatte er aber bislang nur 8 fertige Skills. Also da müssen sie noch ein bisschen viel Zeit reinstecken, um den überhaupt fertig zu machen. Ups, ich habe dich getreten. Das tut mir leid. Alter. Alter. Aufs Maul! Nee, gegen das Schienbein. Und der spielte sich sehr viel aktiver. Also zumindest mit den Skills, die er da zur Verfügung hatte, als in Diablo 2, wo ich halt tatsächlich nur diese Armee hatte. Also die tatsächliche Armee. Aber war ganz lustig. War allerdings auch nur so ein Level. Man konnte da nicht wirklich viel lange ausprobieren. Und wie gesagt, es gab nur 6 Skills. 6 Skills gab es in der Demo und 8 Skills haben sie insgesamt, glaube ich, schon fertig. Und das war es bislang. Kann man noch nicht viel zu sagen, aber ich fand es eigentlich ganz cool. Deswegen werde ich dann wahrscheinlich auch wieder meinen Geldbeutel zücken, wenn er dann kommt und ein bisschen Geld auf den Tisch legen. Bin ich ja gut drin bei Blizzard. Ich finde es auch gut, aber wie gesagt, ich hätte halt lieber einen Druiden gehabt, weil ich den halt selber sehr, sehr lange und ausgiebig gespielt habe. Und ich finde es halt irgendwie komisch, dass sich ausgerechnet für einen Totenbeschwörer entschieden haben, weil die haben ja halt mit dem Hexendoktor eigentlich auch schon eine Klasse, die Viecher beschwört. Ja, und deswegen müssen sie also halt gucken, dass sich das halt nicht zu ihnen ein bisschen hält. Anders spielt auf ja. jeden Fall. Bin mal gespannt. Für Heroes of the Storm kommen zwei neue Helden oder wurden zwei neue Helden angekündigt. Einmal Varian Wrynn. Und einmal Ragnaros. Wobei Ragnaros vielleicht ein bisschen lustiger ist. Der kann sich auf so ein Verteidigungsbollwerk oder so einen Turm draufsetzen und von dort aus dann auch feuern oder sowas und wird dann größer. Und so ging ich ganz lustig aus. Aber ich habe beides noch nicht ausprobiert. Hat er dann so kleine Beinchen? Hast du Ragnaros schon mal mit Beinchen gesehen? Ja. Stimmt. Das war der, das war hier, war es hier Feuerlande, heroisch. Das ist ja. man am Ende, oder? Ja, ja. Da steigt er ja raus aus seinem Bottich. Ja, stimmt. Aus seinem Fußball. Ich glaube, er hat keine Beinchen, er hat unten den Feuerring. Ja, das schaut ja auch voll dumm aus. Das kannst du nicht mehr ernst nehmen, wenn der aus dem Ding rauskommt. Man sieht das auch nicht irgendwie, finde ich richtig, weil er so groß ist. Also man sieht da so ein bisschen Beinchen und dann so. Und die ganzen Kugeln da rumrollen und so ein Blödsinn. Ach, der Kampf. Was hatten wir? Overwatch, wir hatten Diablo, wir hatten Heroes of the Storm. Hearthstone gibt es eine neue Erweiterung mit den Gassen von Gadgetsen, die vielleicht tatsächlich ein bisschen cool ist. Es ist eine Booster-Erweiterung und da gibt es dann 3 Fraktionen. Und jede Klasse, die du in Hearthstone spielen kannst, gehört dann einer dieser Fraktionen an. Beispielsweise dem Jade, ist der Jade-Lotus, ist das der? Ich glaube, das sind die Zauberer, da stecken der Hexenmeister, der Magier und der Priester drin. Und dann gibt es halt so Triple-Spec-Karten. Das heißt, du kannst so eine Karte, beispielsweise entdecke eine Karte für diese Fraktion oder sowas, tust du in dein Deck und dann spielst du sie aus und dann kannst du halt einen Hexenmeister, eine Magier oder eine Priesterkarte entdecken. Das ist relativ cool. Und dann gibt es dann noch so Sachen wie diesen Kasakus, das ist irgendwie der legendärer Diener, ich glaube auch vom Jade-Lotus, ich glaube sogar vom Priester, ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Nee, nicht vom Priester, ich glaube, der ist neutral. Mit dem du dann einen Zauber selber customizen kannst. Das heißt, du kriegst dann immer die Wahl. Ich glaube auch, du kannst 2 Effekte irgendwie hinzufügen oder so. Und dann habe ich gegen einen Blizzard-Mitarbeiter da gespielt und der hat dann halt erstmal so, also ich hatte so einen Paladin, so einen blöden Gottesschild. Billig-Minion-Paladin, den sie da irgendwie zusammengebastelt hatten. Und hab dem auch schon so ein bisschen gute Dings gemacht. Und dann hat aber seinen Zauber da ausgespielt, seinen Zauber zusammengestellt. Und ich da so, oh Gott, was kommt denn jetzt? Er so, ja, ich muss noch warten bis Runde 10, weil ich koste 10 Mana. Ich da so, oh Gott, was kommt denn jetzt?
Er hat dann irgendwie einen 8-8-Dämon herbeigerufen und drei seiner Diener, die in dem Kampf gestorben sind, wiederbelebt. Und dann waren dann halt auch so Typen bei, der einer war, der verdoppelt mit jeder Runde seine Angriffskraft. Das ist eine Priesterkarte, was ziemlich fies sein kann. Also der hat, glaube ich, er fängt, ich weiß nicht, ob er mit 1 oder mit 2 anfängt, aber dann hast du halt dann 4, dann hast du dann 8, dann hast du dann 16 und spätestens dann ist halt Schluss. Und wenn du gerade nichts auf der Hand hast oder so einen Billo-Paladin hast, der nicht genug Damage machen kann, weil er irgendwie 6 Lebenspunkte hat, dann sieht es ein bisschen scheiße aus, ehrlich gesagt. Ich habe natürlich auch voll gerne verloren. Das war sehr niedlich. Ich bin sehr gespannt, was die Erweiterung dann auch so mit sich bringt. Klingt cool. Ja. Es gibt 6 Blizzard-Spiele. StarCraft, da gibt es einen neuen Commander. Der hat einen russischen Namen, aber ich kann mich nicht genau erinnern. Stukov ist das. Stukov, ja. Den kennt man aus StarCraft, also aus dem ersten. Hauptsächlich. Also ich kenne ihn hauptsächlich aus dem ersten. Also einen neuen Commander für diesen Koop-Modus, den es da gibt. Und was haben sie noch gesagt? Die Overwatch League, die sie machen, die wahrscheinlich erstmal vornehmlich in Amerika stattfinden wird. Sie machen ihre eigene E-Sport-Liga, wo es tatsächlich auch so wie bei dem BlizzCon-Turnier, wie sie es hatten, hatten sie ja auch Länderteams. Und dann machen sie das, glaube ich, auch so in der Hinsicht von wegen Städteteams, statt dass diese Teams irgendwie für einen Sponsor oder sowas spielen oder so. Und finde ich relativ niedlich. Bin mal gespannt, ob sich das auch weltweit oder global umsetzen lässt. Und das war quasi die Eröffnungsshow, weil auf der Eröffnungsshow fand World of Warcraft nicht statt. Ja. Was sehr Leute, glaube ich, sehr irritiert hat. Und dann liefen dann schon Leute an mir vorbei und haben gesagt, worst BlizzCon ever und das BlizzCon sucks und so. Ja. World of Warcraft-Fans haben dann ihren Tweet noch bei den Panels bekommen. Da gab es so ein Future-Panel von Ian Hasikostas, der sich dann schon hingestellt hat und gesagt hat, was kommt denn so alles? Und dann ist da einmal Patch 7.1.5, der jetzt auch schon auf den Testservern ist. Aber ich vermute mal, der wird erst nächstes Jahr veröffentlicht. Ich bin mir nicht sicher, ob sie es jetzt irgendwie vor Weihnachten noch auf die Live-Server bringen wollen. Weil da sind teilweise starke Klassenänderungen drin. Wo auch nochmal der Hinweis an unsere lieben Zuhörer ist, wenn ihr auf den Testserver geht und dort Sachen ausprobiert, dann sind diese Klassenänderungen noch nicht final. Die sind gerade vielleicht zur Hälfte oder sowas abgeschlossen und noch nicht balanced oder sowas. Ihr könnt da jetzt irgendwie noch keine wirklichen Rückschlüsse auf das Live-Spiel ziehen. Was da auch enthalten sind, ist Zeitwanderungs-Dungeons für Mists of Pandaria mit neuen Belohnungen und sowas. Die Mikro-Holidays sind da auch schon drin, oder? Die sollten jetzt damit kommen. Ich glaube, im Dezember ist... Eigentlich müsste doch dann, wenn sie von Anki Rai gesprochen haben, oder Anki Raj, wie auch immer man das ausspricht, müsste der Patch doch eigentlich dann kommen, oder? Wenn das im Dezember der erste Tag war? Es kommt halt drauf an, inwiefern du da viel patchen musst. Also wenn es jetzt nur einfach um den Tag geht, keine Ahnung. Mini-Feiertage sind so kleine Eintagesfeiertage, wo es jetzt auch nichts Besonderes zu verdienen gibt, also auch keine Ausrüstung oder sowas, sondern vielleicht nur so ein paar Flavor-Items. Marie hat schon angesprochen, den Anki-Raj Memorial Day, also der Tag, der daran erinnert, wann zum ersten Mal auf einem World of Warcraft-Server Anki-Raj geöffnet wurde. Da gibt es irgendwie noch den Boots-Tag, angeblich, habe ich von gehört. Ich habe keine Ahnung, was ich mir noch da vorstellen soll. Und halt noch so diverses anderes Zeug, und das machen sie halt rein, um ein bisschen den Trott aus World of Warcraft Legion rauszunehmen, den ja viele Spieler, glaube ich, auch schon verspüren. Und um halt noch so ein paar kleine nette Sachen so einzubauen. Weil wir haben es ja jetzt gerade gemerkt, beispielsweise die Pilgerfreuden sind in dieser Woche gestartet. Da hat sich auch seit 2 Jahren oder sowas nichts dran geändert. Am schönsten finde ich, dass der eine Tooltip von dem Kürbiskuchen oder sowas sagt, bufft Willenskraft. Ein Attribut, das es nicht in diesem Spiel gibt. Wenn das aber ist, dann bufft es zumindest immerhin Vielseitigkeit. Besser fand ich noch, ich glaube, es war Trefferchance, ob das Moosbeeren-Chutney war oder irgendwas anderes, die Füllung oder so. Das ist so und es bufft tatsächlich deine Trefferchance. Trefferwertung ist halt auch etwas, was nicht mehr in diesem Spiel existent ist. Da habe ich mir gedacht, okay, sie werden dieses Jahr nichts Neues reingemacht haben, wenn sowas vorkommt.
Ja, auf jeden Fall werden das halt nicht so irgendwie 2 Wochen Feiertage oder sowas sein, sondern tatsächlich nur an einem Tag. Und man verpasst jetzt auch nichts Großartiges, wenn man jetzt irgendwie keinen Bock drauf hat. Sondern es ist halt tatsächlich nur so ein nettes Ding, würde ich mal so sagen. Dann habe ich, glaube ich, bestimmt vergessen, was es noch in Patch 7.1 gibt. Kampfgilde. Die Kampfgilde kommt zurück, stimmt. Da fand ich relativ cool. Zusätzlich zu den Bossen, die es da so gibt, gibt es dann so zufällig ausgelösten Rumble, wo alle Leute, die gerade im Kampfgildenraum da stehen und zugucken, plötzlich da rein teleportiert werden und dann sich mit einem gesondert gespawnten Boss auseinandersetzen müssen. Und das hat dann weniger damit zu tun, dass jetzt hier irgendwie einer tanken muss oder sowas. Es geht jetzt nicht darum, dass irgendwie Tanks und Heiler die Kampfgilde spielen, sondern das hat dann halt ein paar lustige Mechaniken. Beispielsweise hatte mir der Matt Goss, war es Matt Goss? Ich glaube, ja. Im Interview gesagt, dann ja, da ist dann halt einer beispielsweise, der dafür sorgt, dass seine Rüstung verschwindet. Also die habt ihr natürlich noch, aber ihr habt dafür dann halt keine Werte mehr und keine Boni mehr. Und dann müsst ihr halt gucken, dass ihr möglichst lang überlebt und irgendwie hofft, dass irgendeiner das Richtige macht, um den Boss zu besiegen oder so. Aber eigentlich ist so nur Headless Chicken Mode, immer nur im Kreis rennen und so. Bin ich mal gespannt. Ich glaube, Carsten schaut sich das gerade auch auf dem Testserver. Genau, der macht auch einen Artikel dazu. Also sollte auch bald was Vernünftiges dazu auf der Webseite sein. Ich bin scharf gespannt, was da so passiert. Was er so erlebt hat in der Kampfgilde. Weil Kampfgilde ist ja im Prinzip, was mir eigentlich immer schon relativ gut gefallen hat. Aber ich habe das halt in Worlds of Draenor überhaupt nicht gespielt. Ich habe es nur ein bisschen gespielt und irgendwann hatte ich, glaube ich, so einen Gegner oder so. Da war ich zu blöd für. Ja, die gibt's. Oder sie sind halt einfach zu krass. Ansonsten haben sie auch über Patch 7.2 geredet. Mit dem kommt nicht die Nachtfestung, weil die Nachtfestung wird irgendwann zwischendrin freigeschaltet. Mit Patch 7.2 kommt der Raid, das Grabmal von Sajeras. Ich bin mir gerade nicht sicher über die Postzahl, aber das war auch irgendwie sowas, entweder ich irgendwas glaub, zwischen 8 und 9, 10. Oder? Wäre was zwischen 8 und 10. Wo er dann kämpft gegen Charaktere wie beispielsweise den Avatar von Sajeras oder Kil'jaeden. Kil'jaeden ist der Boss, also der Endboss. Und natürlich gibt es auch wieder einen Ratskampf und sowas. Das gibt's einmal, dann kommt ein Dungeon, ein neuer, rein. Ich weiß aber nicht mehr, was da passiert. Klassenmounts könnt ihr euch verdienen. Tja. Was relativ cool ist, wenn man der Meinung ist, dass das Mount für seine Klasse relativ cool aussieht. Für den Priester sieht's einfach nicht so toll aus. Ach, ich find's okay. Ich find's besser als diese fliegende Scheibe für die Magier, weil so fliegende Scheiben oder so gibt's halt im Spiel schon. Ich weiß nicht, das Priestermount sieht aus wie eine Mischung aus Eule und Hund oder ja, so. Ja, dem hat jemand die Fresse eingeschlagen. Ich finde das nicht so schön. Das Schamanenmount, das sieht cool aus. Das finde ich auch cool, so auf so einem Elementar reiten. Mhm. Hat schon irgendwie was. Ein Todesrittermount ist auch nicht schlecht. Sieht auch cool aus. Ja. Und das Schurkending. Natürlich könnt ihr darauf schließen, wenn es Klassenmounts gibt, dann wird auch das Fliegen freigeschaltet in World of Warcraft Legion, weil da gibt es auch einige Flugmounts bei. Beziehungsweise alle können fliegen, aber einige sehen mehr aus wie ein Flugmount als andere, sagen wir es mal so. eure Artefaktwaffen bekommen neue Perks, also zusätzliche Perks. Manche Perks kriegen neue Stufen und es gibt auch für jede Artefaktwaffe ein neues goldenes Perk, was ihr freischalten könnt. Es gibt neue Artefaktwaffen-Skins. Was passiert noch so? Die Skins, die gibt's halt für Herausforderungsquests, oder wie haben sie das genannt? Ja, so halt, stimmt, so Geschichten, die man solo spielt. Die aber so sich ein bisschen an diese alten Klassenquests so anlehnen, ja. Also Rockdilla oder keine Ahnung, was es da so damals gab irgendwie. Die so ein bisschen auch euer kompletten Skillset abrufen. Ja. Also das hat man ja schon erlebt, wenn man die Artefaktwaffe erspielt hat. Dass dann man da schon so drum gebeten wurde, die eine oder andere Fähigkeit zu benutzen, die man üblicherweise nicht benutzen würde. Beispielsweise habe ich Flair für einen Jäger benutzt, was ich üblicherweise halt nicht benutze. Disziplinpriester habe ich ganz schön geschwitzt, weil ich das vorher nie gespielt hatte. Da muss man ja so lange überleben und gleichzeitig ja. Schaden machen und so. Und ja. Dann war das sehr, sehr knapp am Ende. Also ich habe ein paar Versuche dafür gebraucht. Schön. Ja, also bin mal gespannt, was das wird. Ja, sowas kommt da auf jeden Fall auf euch zu. Könnt ihr euch ein bisschen drüber freuen. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und natürlich gibt einem das so die ganze
oder das, was Hasi Kostas auf der MISCON vorgestellt hat, gibt einem so ein bisschen den Überblick darüber, was wir eigentlich noch so planen. Und gibt uns natürlich auch die Hoffnung, dass es nicht mehr so contentarm läuft wie damals halt in Warlords of Draenor. Jetzt ist eine mit Warlords of Draenor war mit Patch 6.1 quasi das, was Patch 7.1.5 bringt, also so ein Zwischenpatch, während das halt als großer Patch deklariert war in Warlords of Draenor. Und die Enttäuschung war natürlich groß damals, als es nur eine Safe-Kammer gab. Quasi. Also es gab auch ein bisschen mehr, oder? Eigentlich nur das. Und sie wollen halt jetzt irgendwie diese kleinen Zwischenpatches machen. Da gibt es dann halt auch so Balance-Geschichten und so und Klassenanpassungen, falls es nötig sein muss. Die kommen da rein und dann gibt es halt die großen Patches wie Patch 7.2, die dann halt tatsächlich auch massig Content bringen. Müssen wir wahrscheinlich noch auf nächstes Jahr warten. Also zumindest mit Patch 7.2. Angedeutet war auch, dass in Patch 7.3 wir nach Argus gehen. Ja. Und der brennenden Legion den Hintern versohlen. Weil wir im Grabmal von Sargeras die fünfte Säule der Schöpfung finden. Und dann haben wir alle und damit können wir dann das Portal quasi zumachen zur der brennenden Legion zu Azeroth. Und dann können wir nach Argus und dort ein bisschen Kloppe machen. Das haben die Entwickler gesagt, ja, die würden ja sonst immer wieder kommen und würden einen neuen Weg finden, ja, zurück nach Azeroth zu kommen. Überraschend. Also muss man endlich mal hin und sagen, hier, nee, so geht das aber nicht. Ja. Legion. Es gibt da ein paar sehr spannende Theorien, wie das dann danach weitergehen könnte. Das könnt ihr bei uns auf der Webseite auch nachlesen. Unter anderem so Theorien zu Odin und dazu, was so mit Suramar passieren könnte und solche Geschichten. Und das Ganze deutet natürlich schon ein bisschen darauf hin, dass es dann in Richtung alte Götter geht. Wir wollen ja jetzt nicht zu viel verraten. Wir verraten ja auch nichts, weil wir wissen es ja nicht. Auf jeden Fall, das ist so ungefähr auf der BlizzCon passiert. Entschuldigung. War ein bisschen spaßig wie üblich, aber war halt eine kleine BlizzCon. Also nicht so mit richtig fetter, großer Ankündigung oder so. Ja, ich habe mir letztens den Auftritt von Wild-R Jankovic noch im Livestream angeguckt, weil ich habe es mir da nicht live angeschaut, weil ich erst noch E-Sport geguckt habe und dann wollten sie irgendwie Leute die später zu dem Konzert kamen, wollten sie irgendwie so komisch durch die Gegend leiten oder so und ich habe mir gesagt, ach komm, fuck it und bin aufs Hotel gegangen, weil ich da sowieso schon kurz vorm Krankwerden war und bei 20 Grad in Ennerheim die ganze Zeit nur gefroren habe, war schön. Wird L. Jankovic war aber sehr weird, muss ich tatsächlich sagen. Da haben sie ja in dem Livestream auch die Szenen raus oder die Zeit rausgeschnitten, die er gebraucht hat, um sich neue Kostüme anzulegen. Er hat, glaube ich, 10 verschiedene Kostüme getragen. Und hat die natürlich währenddessen immer halt gewechselt. Das muss ein interessantes Konzert gewesen sein. Aber die alten Leute aus meiner Reisegruppe oder sowas, die sind da voll drauf abgegangen. Wenn ihr das jetzt hören solltet. Die alten Leute. Ja, Mann. Also so Leute mit 30, 40 oder was auch immer. Die wissen ja auch mit Virtuell Jankovic was anzufangen. Ich glaube, die Jüngeren, die verstehen es nicht ganz so. Das ist schon sehr speziell, sagen wir es mal so. Also es war schon eine mutige Entscheidung von Blizzard, Virtuell Jankovic zu engagieren. Ich habe es gefeiert. Du hast es gefeiert. Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe die Entscheidung gefeiert. Schön. Also ich glaube, neben Tenacious D und Foo Fighters sind mit Abstand das Coolste. Ja. Metallica waren auch mal dort, oder? Metallica war auch da, aber Metallica. Und Ozzy Osbourne war auch echt schlecht. Also das allererste Jahr war, wie heißen die? Hier so eine, die waren zu dem Zeitpunkt total populär. Ich glaube, Blink 182. 182, ja, die sind, ich liebe die Band, aber die sind live. Die sind auch live so grottig. Die ja, sind echt, David echt mies. Erzählt. Also den Livestream, den habe ich mir auch im Nachhinein nochmal und ich musste es ausmachen. Also es war echt nicht gut. Ich glaube, wenn du da live vor Ort bist, ist es nochmal eine andere Geschichte. Und wie gesagt, ich hab die Band geliebt. Ja? Mhm. Aber jeden Songtext auswendig gekonnt, aber das ist live, kannst du dir den nicht anschauen. Ich war letztes Jahr auf der BlizzCon und habe eigentlich Linkin Park eigentlich mal cool gefunden. Also so für die ersten zwei Alben, danach nicht mehr so. Ich war auch nicht so begeistert, ehrlich gesagt. Es war okay.
Sagen wir es mal so. Aber es war nicht so das Erlebnis, wo ich mir gedacht habe, ja geil. Ich kann jetzt mal auf meiner Bucketlist abhaken, Linkin Park mal live gesehen zu haben. Aber ansonsten, ja. Da war ein netter Trip, waren nette Leute dabei. Ja, sie sind vielleicht alle ein bisschen älter, aber sie waren nett. Ja, sagen wir es mal so. Das nächste Add-on kündigen sie dann auf der Gamescom an, oder? Keine Ahnung, vielleicht schaffen sie es ja tatsächlich genug Content in Legion reinzustecken und regelmäßig zu veröffentlichen, dass sie wieder Zeit bis zur BlizzCon haben. Und das auf der BlizzCon anzukündigen. Ja. Weil eine WoW-Erweiterung auf der BlizzCon anzukündigen, wenn jetzt beispielsweise vor allem die ganzen amerikanischen Fans da sind, ist natürlich wesentlich cooler, auch für die, als auch im Rahmen der Gamescom, wo dann irgendwelche Bystanders noch rumhängen, weil eine BlizzCon ist halt Familienparty. Weißt du, jeder, der da hingeht, der gibt $200 dafür aus, dass er da mit Leuten zusammen sein kann, von denen er weiß, die finden dieses Spiel und dieses Spiel und dieses Spiel genauso geil wie du. Und bist halt totaler Fanboy oder sowas. Auf einer Gamescon stehen dann 5 von 6 Leuten um dich herum, denken sich so, Blizzard habe ich schon mal gehört. Meine Schwester spielt World of Warcraft, was macht man denn so? Meine Schwester spielt Blizzard. Es ist schon ein bisschen was anderes. Es ist natürlich cool, dass sie Legion auf der Gamescom angekündigt haben, vor allem für die deutschen Fans. Aber ich glaube, so eine Ankündigung gehört schon irgendwie zur BlizzCon. Ich glaube auch, ganz ehrlich, sie hätten es auf der Gamescom nicht gemacht, wenn es nicht einfach echt allerhöchste Eisenbahn gewesen wäre. Also nach dem Content-Loch und so, die Leute, die waren ja eh schon... Hätten sie das nicht gemacht, ey, dann wäre der Ofen erstmal... Wenn da im Juni schon klar war, okay, das war jetzt der letzte Patch, also... Ja. Das war schon hart, ja. Also sie hatten eigentlich keine andere Wahl. Ich glaube, dass sie mit Legion die andere Wahl haben können, dass sie es dann auf der BlizzCon wieder ankündigen. Das ist dann halt, Gamescom ist im August, BlizzCon ist im November, sind 4 Monate. Hä? So drei. Nein, 3. Ich glaube, das können sie hinkriegen, 3 Monate zu überbrücken. Ja, vor allem, wenn man jetzt schon weiß, Argus oder so, vielleicht hauen sie ja danach noch so einen kleinen Patch raus. Wie 715. Stimmt. Also, ja, doch, bestimmt. Wird spannend, das WoW-Jahr. Klingt auf jeden Fall alles ziemlich cool. Wir hatten noch eine WoW-Frage, nämlich von Rainbow Dash. Eine Frage zu World of Warcraft. Was wurde aus den Schatzdämonen oder Schatzgoblins, die es in Legion geben sollte? Haben die es nicht ins Spiel geschafft? Ich habe nämlich noch keinen gesehen. Und das gab es ja tatsächlich, dieses Modell von Schatzgoblins aus Diablo in World of Warcraft. Und es gibt welche, tatsächlich bei den Illidari zum Beispiel, die Händler, die sie da hatten. Ich glaube, die sollten auch immer noch da sein als NPC, weil ich glaube, man kann immer noch diese Splitter da encashen, wenn man welche bei den Invasionsevents gekriegt hat. Oh, da fällt mir was ein. Ich habe auch noch welche. Das waren Schatzgoblins und es gab auch ein paar von den Invasionstypen, die da Azeroth angegriffen haben, waren auch Schatzgoblins. Insofern, die gab es schon und die gibt es teilweise an manchen Stellen, aber halt nicht ganz so offensichtlich. Mir fällt ein, mit Patch 7.2 kommt ja auch das, dass man auf die in die hier zerbrochene Küste, nein, wie heißt das? Verwüstete Küste? Verheerte Küste kommt. Müssen wir eben noch einschmeißen, weil es auch ein relativ umfangreicher Teil. An die verheerte Küste kehren wir zurück und zwar so auf Server, die ganze Serverpopulation kommt dahin, um sich den Weg zum Grabmal von Sargeras zu bahnen und hat dann die Möglichkeit man weiß noch nicht, wie es genau so mechanisch funktioniert, aber man hat die Möglichkeit, sich als Server dafür zu entscheiden, was für Gebäude man dahin baut. Also so ein bisschen wie die Außenposten in Warlords of Draenor, nur dass die ganze Serverpopulation entscheidet. Und da gibt es natürlich neue Quests und neue Gegner und hast du nicht gesehen, was man da nicht alles Tolles machen kann. Also quasi ein bisschen wie der Tanan-Dschungel, aber hoffentlich ein bisschen mehr wie die Version 2.0 vom Tanan-Dschungel, weil das waren ja im Endeffekt nur Dailies und ein bisschen Grummelgreinde. Und mehr war das ja nicht. Ich hoffe, da machen sie nochmal erzählen die Geschichte nochmal ein bisschen weiter mit Quests und so. Es soll ja eine neue Weltquest geben oder so, die dann auch irgendwie gleichzeitig mit diesem Invasionsevent irgendwie aktiv werden. Und dann sind halt einzelne Gebiete von Legion
quasi unter Beschuss und die Invasion kommt dann halt da an und da kann man auch keine normalen Weltquests machen, sondern es gibt dann halt neue Weltquests, die halt irgendwie mit dem Zurückschlagen der Legion halt in Verbindung stehen. Wahrscheinlich kann man dann vielleicht auch Ruf sammeln bei einer Fraktion, bei einer neuen, keine Ahnung, könnte ich mir gut vorstellen. Und verdient sich dann halt dadurch verschiedenes Zeugs, indem verschiedenes. Man halt die Invasion Diverses. Quasi in einem Gebiet halt zurückschlägt. Ja. Ich bin, also Patch 7.2 klingt sehr vielversprechend. Da solltet ihr euch vielleicht auch ein bisschen darüber freuen, wenn ihr wollt. Ich find's cool. Ja. Was ich noch notiert habe, ist, dass Maria gerne darüber sprechen möchte, dass sie, das heißt World of Final Fantasy, oder? World of Final Fantasy, ja. World of Final Fantasy. Maria spielt World of Final Fantasy und sie hat gesagt, sie möchte gerne erzählen. Erzähl sehr, mal. Sehr lustig, als ich... Das ist doch, dass das aussieht wie für Kinder, oder? Das sieht, das ist dieser Chibi-Look, nennt man das, glaube ich. Diese kleinen, niedlichen Viecher mit großen Augen und ganz, ganz süß. Und als ich letztes Jahr die Ankündigung dafür gesehen habe, ich weiß nicht, ob das... Oder war es dieses Jahr auf der E3? Habe ich mir gedacht, okay, sie wollen halt neue Zielgruppe, so Kinder sollen halt irgendwie an dieses Final Fantasy Universum rangeführt werden. Deswegen habe ich das eigentlich lange nicht. Und dann kam Maria. Schon ein großes Kind. Und habe das auch ganz lange gar nicht so auf dem Schirm gehabt und so. Und dachte ich mir, jetzt ist ja jetzt Ende Oktober, es ist erschienen, am 25. glaube ich, nachdem sie es noch mal ein paar Mal verschoben hatten. Ich hole es mir jetzt einfach mal und schaue mir das mal an, weil als Final Fantasy Fan muss man das da eigentlich auch mal. Hast du eine Ahnung, was das ist? Ich bin nämlich so beim PSN auch schon gestolpert und habe mir gedacht, so, what? Aber... Also, so mal eben zum Testen zahle ich keine 60 Euro. Nee, 60 Euro ist halt schon hart, aber ich sag mal so, es lohnt sich. Du zahlst ja auch sonst wie viel Kohle für Final Fantasy Soundtracks insofern. Ja, und ich bezahle immer noch ein Final Fantasy 14 Abo, obwohl ich das Spiel eigentlich nicht spiele. Also, ja. Aber ich möchte jederzeit reingucken können und ich mag dieses Spiel und ich unterstütze es gerne. Und ja, also ich habe mir dann gedacht, okay, ich guck's mir jetzt einfach mal an oder so. Ist mir egal, ob es jetzt für Kinder ist. Man sieht da ganz viele berühmte Figuren aus dem Universum und so. Und ich muss sagen, es ist halt super cheesy, ja. Also es geht eigentlich nicht mehr. Ja. Das in einem japanischen Rollenspiel. Aber wenn man auf diese Cheesiness von Final Fantasy steht, die es ja schon immer gab, ja, und auf diesen Chibi-Look, dann ist es halt einfach ein super geiles Spiel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also es bedient halt voll mein Retro-Lust so an diesen alten Final Fantasy-Spielen, gerade so Teil 9 oder so, ja. Und es ist halt super cute und super niedlich. Du spielst halt zwei Protagonisten, Lan und Rain heißen die, und die haben halt ja so klischeemäßig ihr Gedächtnis verloren. Und du musst halt rausfinden, was da so los ist und so. Und das Spiel fängt halt auch schon ziemlich cool an. Der Lan, der kommt halt irgendwie in seine Arbeitsstätte, der ist Barista und er hat halt sehr, sehr lustig, ich weiß, Cheese-Tour. Und er hat halt so eine Art weißen Fuchs auf dem Kopf, ja, und ich denke mir die ganze Zeit, okay, vielleicht ist diese Welt, die ist halt so, da trägt man halt so Viecher auf dem Kopf, ja. Halt Fuchs. Und er merkt das halt nicht, ja, bis dann halt irgendwann seine Schwester ankommt und sagt, was hast du denn da auf dem Kopf und so. Und dann stellt sich halt dieser Fuchs als Tama vor und die ist eine Mirage. Und dreht sich halt darum, dass du diese Miragen, keine Ahnung, wie die deutsche Mehrzahl davon ist, dass du sie halt fängst und trainieren kannst. Und das ist halt so ein bisschen Pokémon-esque. So geht das denn. Und die Tama erzählt dir halt so, ich bin eine Göttin und sowas alles. Und ihr seid ganz tolle Mirage-Trainer. Ihr habt zwar alles vergessen, aber wir finden jetzt, basteln jetzt eure Vergangenheit wieder zusammen. Ihr müsst einfach nur machen, was ich sage. Du kriegst es zwar nicht mit, wenn du einen Fuchs auf dem Kopf sitzen hast, aber ich habe vollstes Vertrauen. Spiel oder was? Ja, sehr, sehr cool. Dude. Und dann schickt die Tama dich halt auf eine Reise quasi in ein anderes Land, wo halt die Zeit irgendwie quasi stillsteht oder keine Ahnung, Zeit hat keine Bedeutung in diesem Land und so. Und versuchst halt dann rauszufinden, was eigentlich mit dir passiert ist, wer deine Eltern sind und warum du eigentlich ein Mirage-Trainer bist. Und du läufst halt quasi durch Gebiete, die sind halt leider nicht so eine offene Welt, wie man das halt so aus 7 oder 8 kennt. Also du hast halt eher schlauchige Level, die aber viele versteckte, pseudo-versteckte Orte haben. Und sammelst halt Mirages oder Miragen, du fängst die halt ein. Du kämpfst halt in diesem typischen Final Fantasy Style, so rundenbasiert mit ATB, Active Time Battle Dingens, kannst du halt normal deine Skills an, also jeder, der halt Final Fantasy 7 gespielt hat, weiß sofort, was ich meine. Mhm. Das ist genau so, das Kampfsystem. Und du musst halt diese Viecher einfangen. Und jedes Mal, wenn du halt auf ein neues Vieh triffst oder so, sagt halt diese Tama, wenn du sie dabei hast, also ich habe den Fuchs immer dabei, weil ich ist einfach cool, die sagt halt, hier kriegst halt von mir so ein Prisma, dass du das Ding einfangen kannst. Und du musst halt dann immer versuchen, eine
eine Chance zu erzeugen. Du musst halt quasi verschiedene Dinge machen, damit du das Vieh überhaupt einfangen kannst. Manche Viecher, die brauchen halt eine Statusveränderung, muss halt konfus oder sowas auf die zaubern. Mhm. Manche kannst du halt mit einem Feuer-, Eis-, Blitz-Zauber angreifen, damit sie halt einfangbar werden. Manche kannst du halt einfach nur draufknüppeln, damit du irgendwann die Chance kriegst oder so. Ja. Manchmal musst du halt auch zum Beispiel ein Elixier benutzen oder so, was du halt auf sie wirfst, damit du halt die Chance kriegst, das Vieh einzufangen. Und dann hast du halt den Skill einfangen und mit Glück fängst du das Teil dann auch und es ist dann in deiner Sammlung. Du hast halt so eine Banktresor, wo du ganz viele reinpacken kannst und auf deine Reise kannst du noch 10 mitnehmen. Und das Coole bei den Viechern ist, jeder von denen hat einen eigenen Skilltree, den du ausbauen kannst. Und was noch cooler ist, 2 davon kannst du auf deinem Kopf stapeln. Und dieser Stapel, dieser Stapel bestimmt dann quasi deine Statuswerte und die Fähigkeiten, die du hast. Du hast quasi deine 2 Hauptfiguren, Lan und Rain. Und das, was die schon können, da kommt dann oben noch drauf, welche Viecher sie auf dem Kopf haben. Und dann gibt es halt noch einen coolen Twist dabei. Die beiden Hauptfiguren, die können sich verwandeln. Es gibt halt eine Merkel-Form. Das sind die in ihrem Chibi-Look, also das sind diese Winzviecher. Und es gibt eine Hühnenform. Und da kannst du sie halt groß machen. Danke, und je nachdem, welche Form du gerade hast, ändert sich quasi die Reihenfolge in deinem Stapel. Also Stapel heißt dieses komplett Konstrukt aus deiner Hauptfigur und den 2 anderen Viechern. Wenn du zum Beispiel einen Hühn spielst, der kann immer nur unten stehen. Das heißt, du kannst auf deinem Kopf nur eine mittlere Mirage und eine kleine Mirage stapeln, die natürlich unterschiedliche Fähigkeiten haben. Wenn du als Chibi-Form, also als Merkel spielst, kannst du auf einer großen Mirage sitzen. Du bist in der Mitte als mittlere Figur quasi und hast dann oben drauf noch eine kleine. Und das musst du halt quasi anpassen, je nachdem, wenn du weißt, okay, ich habe jetzt den und den Kampf, so welche Viecher sollte ich nehmen? Und du hast natürlich, wenn du eine große Mirage, auf der du reitest, in deiner Mirkelform, hat die wahrscheinlich sehr, sehr viele Trefferpunkte. Das heißt, sehr viele Trefferpunkte. Das heißt, du wirst halt wahrscheinlich sowas wie einen roten Drachen oder sowas, auf dem du reiten kannst. Dann hast dann oben vielleicht noch eine Sylphe oder so, die heilen kann oder so. Das heißt, du machst dich halt eigentlich, hast unfassbar viele Möglichkeiten quasi, wie du dein Team zusammenstellst. Du hast halt für jeden 2 verschiedene Formen und kannst halt diese Mirages kannst du jederzeit in deinem Inventar halt austauschen. So, und 10 Stück kannst du insgesamt auf deine Reise mitnehmen. Die Viecher, die du gerade nicht im Kampf benutzt, bekommen 8% der Erfahrungspunkte. Also zusätzlich, das heißt, du levelst sie nebenbei, auch wenn du sie gerade nicht benutzt. Und die haben halt, wie gesagt, jeder hat einen eigenen Talentbaum. Und ab einer bestimmten Stufe oder bei einer bestimmten Voraussetzung kannst du zum Beispiel die auch noch durch Metamorphose in eine nächsthöhere Stufe weiterverwandeln. Das heißt halt, aus einem Chocobo-Küken wird dann halt ein gelber, großer Chocobo und so. Und der kann dann halt andere Sachen erlernen. Und die haben dann halt auf ihrem, das ist so ein bisschen wie das Sphero-Brett aus Final Fantasy X, war das, glaube ich, wo man die Sachen so ausbauen konnte. Die haben dann auch leere Felder da, wo du halt einzelne Fähigkeiten einsetzen kannst, sowas wie Blitz oder Feuer oder so. Und kannst dir halt genau überlegen, was möchte ich mit diesem Chocobo eigentlich, was soll der bei meinem Status verändern? So, will ich mehr Geschick haben? Will ich mehr Präzision haben? Du kannst natürlich auch alles ausbauen. Du kannst halt, wenn du viel grindest, was halt Final Fantasy typisch, wenn du alles haben willst und ausbauen willst, dann kannst du das erreichen. Dann kannst du halt in eine Höhle gehen, weißt du, kannst dir einen guten Spot suchen und kannst die Viecher halt alle leveln. So, bis du wirklich jede Fähigkeit freigeschaltet hast. Und dann kannst du Metamorphose machen mit dem Ding. Und das Vieh behält alles, was es vorher gelernt hat, auf seiner Urstufe und nimmt das in Stufe 2 quasi mit. Der Level bleibt erhalten und du kannst dann noch mehr lernen. Du kannst auch höhere Stufen so schon einfangen im Spiel, aber es ist immer sinnvoller, die von der ganz kleinen Stufe quasi bis ganz nach oben durchzuentwickeln, weil die halt viel besser und stärker sind. Ja. Und also das System ist erstmal schon total geil, ja. Also jemand, der halt so Final Fantasy mag, das Kampfsystem ist super. Also auf den ersten Blick ist es ein bisschen nervig, weil die haben halt das so ein bisschen für Casuals, glaube ich, eingebaut, dass du mit einer Tastenkombi verschiedene Sachen auslösen kannst. Ich habe das natürlich sofort umgestellt. Du kannst per L2 oder im Menü kannst du auf die klassische Ansicht umschalten. Mhm. Dann hast du halt genau dieses mit Angriff, Fähigkeiten, Einfangen etc. Deine Guardian Forces, die du herbeirufen kannst. Also ich habe bisher nur eine gefangen, Cerberus. Und so, den musst du auch leveln. So, also das ist halt schon, weißt du, das ist halt Heaven, so für mich als Fan. Super, super cool. Und auf der Reise durch dieses Land quasi triffst du halt ganz, ganz viele Protagonisten, die man halt aus Final Fantasy kennt. Also Yuna zum Beispiel oder Faris oder so. Und die haben halt jetzt noch nicht so wahnsinnig viel für mich jetzt so an der Story verändert. Ja, die haben dich halt irgendwie in verschiedene Richtungen manövriert oder haben dir was über deine Vergangenheit erzählt, aber so richtig nutzen konnte ich die jetzt noch nicht. Bis auf den Ritter des Lichts,
den kennt man ja auch so als, keine Ahnung, oder Zwiebelritter heißt er, glaube ich, auch manchmal in verschiedenen Teilen. Den konnte ich tatsächlich irgendwie durch eine Story, die ich halt abgeschlossen habe, ein Kapitel, konnte ich den als Helden freischalten und der fungiert dann quasi so als so wie ein, so ein Aufruf quasi. Also ich sammle halt wie so ein Limit Break, kann ich so Punkte sammeln und dann kann ich den irgendwann rufen und der kommt dann in den Kampf, weißt du, und kämpft dann halt für mich und macht eine krasse Spezialattacke. Und ja, also davon kannst du ganz viele sammeln. Sephiroth ist auch dabei und so. Davon gibt es unfassbar viele, die man sammeln kann und für die, also die dann auch für dich in den Kampf mit einziehen. Als Limit Break quasi würde ich das jetzt mal beschreiben. Ich bin gerade voll mindblown. Ist ein Onion Knight in Dark Souls quasi das Final Fantasy Gimmick? Weil der ist ja auch immer lustiger drauf. Also je nachdem, welcher es ist. Der Zwiebelritter hat im Final Fantasy immer den absurd großen Helm. Ich weiß nicht, ist das vielleicht auch so? Ja, der hat auch so ein Suppenkessel. Ja, so ein Suppenkessel, so ein Riesending, ja. Das ist wahrscheinlich so eine Hommage vielleicht daran. Mind blown. Ja. Ich habe übrigens ein Bonfire in Overwatch entdeckt. Im Eichenwalde. Ist voll schön. Ja, und wie gesagt, ich bin jetzt irgendwie, die Hälfte von der Story habe ich jetzt durchgespielt. Man ist ungefähr so um die 30, 40 Stunden oder so beschäftigt. Man kann das Spiel noch viel, viel länger spielen, wenn man möchte. Bis man halt wirklich alles freischaltet. Und es gibt natürlich auch wieder so Secret-Viecher, die man halt schwer kriegt. Und muss man halt verschiedene Sachen für machen. Das ist halt auch so Stellen in der Spielwelt, da brauchst du dann halt eine spezielle Mirage, die eine spezielle Fähigkeit hat, sowas wie Flattern oder Zerstören oder so. Und du siehst dann halt ein Symbol, das da eingeblendet ist und du brauchst halt unbedingt eine Mirage, die diese Fähigkeit hat. Und wenn du zum Beispiel so ein Ding siehst mit Flattern, dann brauchst du halt sowas wie ein Ahriman oder ein Schwebauge oder so dabei. Und dann nimmt dich das Vieh und fliegt dich dann darüber. Oh. Und so, wenn ich dahin schätze. Also du kannst sie halt auch per Eskorte, können die neben dir laufen. Die haben auch noch verschiedene Fähigkeiten. So ein Schokobo-Küken entdeckt dann zum Beispiel irgendwelche Geheimnisse oder so und sagt dir dann, hier, klick mal da oder so. Und dann sammelst du halt Zeug ein. Und ja, also wie gesagt, ich bin halt immer noch völlig überwältigt von dem ganzen Kram, den ich da machen kann. Und du hast in der Stadt hast du halt so ein Quest oder so ein Hub, wo du halt Sachen einkaufen kannst. Und du hast dann noch ein Kolosseum, wo du gegen Gegner antreten kannst. Da kannst du zum Beispiel auch so Viecher wie Ifrit, Shiva oder sowas oder Ramu oder Odin oder sowas treffen und kannst gegen die kämpfen und kannst die, wenn du die das erste Mal besiegt hast, sogar einfangen. Cool. So, und kannst sie dann später im Kampf halt rufen. Ja. Sehr, sehr cool. Und kriegst halt immer schöne Belohnungen dafür. Und dann gibt es noch so ein Zimmer mit einem Mädchen, das ihren Namen vergessen hat oder so, glaube ich. Oh! Mädchen mit dem vergessenen Namen, ich habe keine Ahnung. Könnte eine Mirage-Trainerin sein. Und bei der kannst du auch noch spezielle Missionen annehmen, wo du den Bewohnern dieser Welt in speziellen Situationen zur Seite stehen musst. Und dadurch kannst du dir zum Beispiel diese Heldenembleme freischalten, wie zum Beispiel den Ritter des Lichts oder halt Sephiroth und keine Ahnung, wahrscheinlich kommt das dann auch noch mit Yuna und Faris und sowas aus. Also von daher, da ist unfassbar viel Zeug drin, was man noch machen kann. Ja, die Story ist halt super cheesy. Also ich habe jetzt schon so ein paar Sachen halt über mich erfahren, warum wir da so sind und wer die Mutter war und sowas alles. Aber ja, es ist halt, wenn man Final Fantasy mag, dann mag man eigentlich auch die Story. Also es ist halt einfach so, ja. Ist jetzt vielleicht nicht so ultra komplex wie die Geschichte mit Sin in Final Fantasy X oder halt auch so tragisch wie Final Fantasy VII. Aber es ist halt schön, es wärmt das Herz irgendwie. Oh. Und ich bin halt voll begeistert. Ich finde das halt irgendwie krass, weil am 29.11. kommt jetzt auch schon Final Fantasy XV raus. Ja. Eigentlich muss ich bis dahin ja durch sein. Und damit ich Final Fantasy XV spielen kann. Und ich hätte es nicht gedacht, aber jetzt hätten sie sich ruhig noch ein bisschen Zeit lassen können. Noch 7 Tage. Jetzt hätten sich ruhig noch ein bisschen Zeit lassen können, weil ich bin halt echt begeistert davon. Weil das ist halt so ein... Ist es was für Fans so, ja? Als hätte Square Enix gesagt, komm, wir machen was für Fans. Wir können damit neue Leute reinholen. Aber ich sag mal so, wenn ich jetzt keine Ahnung von Final Fantasy hätte, noch nie ein Spiel aus der Reihe gespielt hätte, dann hätten mich die... Ich habe 1,5 Stunden lang wurden mir nur Tutorial-Dinge eingeblendet. Oh mein Gott. Was ich machen muss und sowas alles. Ja. Und wenn man sich auskennt mit diesem Universum, diesen ganzen Zuständen und diesen ganzen Skills, dann versteht man das eher. Dann weiß man sofort, okay, das und das kann ich machen und so. Aber ich glaube, ich wäre schon ganz schön überfordert gewesen. Also doch... Eigentlich nicht wirklich was für Einsteiger. Für Kinder. Oder für Kinder finden es wahrscheinlich niedlich. Die Kämpfe sind an sich. Also klar, ich bin jemand, ich gucke immer jeden Winkel und level lieber noch 1-2 Level mehr, bevor ich irgendwie weitergehe. Ja, also ich fand die Kämpfe jetzt nicht so schwierig, aber ich habe auch echt viele Final Fantasy Spiele gespielt und habe so viele Stunden darin verbracht, dass ich genau weiß, auf was es ankommt, wenn ich einen Gegner gegenüber habe. Ich weiß halt ganz genau, welcher Zauber welchen anderen Zauber kontert.
Und von daher fand ich es jetzt noch nicht so schwer, aber ich glaube, dass es da tatsächlich noch krasse Kämpfe gibt. Also zumindest das, was ich so auf Reddit gelesen habe, so, da habe ich mir so ein paar Sachen durchgelesen, so zu so Secret Mirages, Miragen, Miragi, keine Ahnung. Miragi. wo man die kriegen kann und was man da machen muss. Und das ist teilweise schon ganz schön schwierig, so Sachen einzufangen. Und ja, ich bin da, also wie gesagt, ich bin sehr begeistert davon. Ich finde es richtig cool. Das Spiel hatte halt auch ein paar Probleme, gerade am Anfang oder sowas. Brauchst du halt relativ lange, bis du halt wirklich viele Fähigkeiten hast, die du einsetzen kannst. Ja. Und dann geht's halt relativ fix. Dann hast du halt irgendwann so viel Viecher, dass du gar nicht mehr weißt, was du zuerst nehmen sollst. Und dann denkst du halt, oh, der ist niedlich, den nehme ich. Oh, der kann aber gar nicht so viel. Und vielleicht sollte ich ihn doch lieber das andere Vieh nehmen. Aber es freut mich halt jedes Mal, wenn du halt was findest, was du halt noch nicht in deinem Mirage deckst. Ja. Hast, so. Und das Coole ist, du kannst eine Karte einblenden lassen, du siehst halt genau, welche Viecher dir noch fehlen in dem Gebiet. Das ist ja cool. Manche sind halt seltener, da musst du halt ein paar mehr Kämpfe machen, bis das mal auftaucht. Und ja, macht halt schon, also macht Laune. Am Anfang hast du mich ja voll gehabt, wo ich mir gedacht habe, vielleicht gucke ich es mir doch an. Und dann hast du gesagt, das ist doch nicht so einsteigerfreundlich. Da habe ich mir gedacht, vielleicht gucke ich es mir nicht an. Du hast anderthalb Stunden lang wird dir das Spiel wirklich... Das kann ich nicht ertragen. Sehr, sehr lang und ausführlich erklärt mit ganz vielen... Tafeln. Sowas mag ich überhaupt nicht. Das ist halt, wie gesagt, also für mich war es halt sofort drin. So. Ich dachte, ja. Halt, ja, okay, hört auf zu labern, lass mich einfach spielen. Du kennst dich halt damit aus. Ich kenne mich halt überhaupt nicht damit aus. Das ist super cute. Also das Geile ist halt auch, wenn du im Kampf bist, ja, die Gegner können deinen Stapel auf dem Kopf halt auch instabil machen. So, dann fängst du halt an zu wackeln und sowas. Alles, bis es immer schlimmer wird. Und dieser Stapel, den kannst du selber auflösen. So quasi deine Party halt vergrößern. Mhm. Du hast dann mehrere Viecher, die in der Runde drankommen können. Aber du bist halt auch deutlich schwächer. So, weil am stärksten sind die halt natürlich, wenn du den kompletten Stapel bildest, weil sich alle TP-Punkte addieren, ja, und die ganzen Statuswerte und so. Und das Geile ist, du musst halt quasi oft verhindern, dass dieser Stapel auseinander bricht und so. Und dann musst du halt irgendwie so ein Potion nehmen, so ein Balancehalter oder sowas heißt das. Aber das ist halt so niedlich, wenn die da stehen und so wackeln und dann fallen alle auseinander und dann plumpsen sie da runter. Und, ach, super cool. Cute. Ja, super dialoglastig, extrem viele Zwischensequenzen, viel Story und es gibt halt schöne Momente. Das erste Mal, wenn man Lady Yuna trifft oder so, dann steht sie da auf dem Wasser, macht ihren Tanz und sowas und denkt sich, oh, das ist schön, oh, Final Fantasy X. Wenn ich so viel Zeit hätte, würde ich alles nochmal spielen. Doch, sehr, sehr cool. Ich freue mich schon auf die Begegnung mit Cloud und Tifa. Quistis habe ich jetzt getroffen aus Final Fantasy VIII. Erkennt man halt alle sofort wieder. Das ist halt super. Ist ja auch die Hauptsache. Ja. Aber da ist ihn scheinbar tatsächlich ein sehr gutes Spiel für Fans, also für die tatsächlichen eingefleischten Fans. Ja, das ist halt super Fanservice, genau, auf jeden Fall. Also ich glaube, jeder, der halt die alten Final Fantasies liebt, also 12 oder so war jetzt zum Beispiel auch nicht mehr so mein Ding und 13 auch nicht, das war mir irgendwie zu kalt. Ja. Mhm. Keine Ahnung, aber so die alten so, Teil 3 bis 10, sage ich jetzt mal, 10-2 ist auch... Naja, aber so, ich glaube, die haben da Spaß mit. Also wer die alten Final Fantasies liebt, der sollte dem Spiel mal eine Chance geben. Es gibt auch eine Demo, die man sich mal angucken kann. Demo. Super geil. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich da so angefixt bin. Ich habe mir extra einen Sitzsack gekauft, damit ich näher am Fernseher sitze, weil damit ich halt noch näher dran bin. Sitzsäcke sind sowieso, ruhlen alles weg. Wenn ich das mal so ganz tolles Spiel sagen darf. Ich möchte mal ein Spiel reden, das ich... ich habe zwei Spiele in den letzten Tagen gespielt, aber ich war ja auch, wie gesagt, zwischendurch krank und deswegen konnte ich nicht so viel spielen. Womit ich jetzt angefangen habe, ist Overwatch. Ich bin nur ein halbes Jahr late for the party. Aber sie hatten gerade für Overwatch das Gratis-Spiel-Wochenende. Also konntest du das Wochenende tatsächlich halt das komplette Spiel ausprobieren. Ist ja nicht viel mehr außer den PvP-Schlachten. Aber wie gesagt, auch mit Sombra und der Arcade. Und dann, David hat immer so gesagt, hol dir doch Overwatch, dann können wir Overwatch zusammen spielen. Und ich sage mal zu ihm, ja, aber ich kann das an meinem PC nicht spielen, weil der ist halt zu schwach. Das ist ein altes Ding. Und deswegen habe ich es dann auf der PlayStation ausprobiert, jetzt am Wochenende, und habe dann irgendwie zwei Abende, 4 oder 5 Stunden oder so gespielt und habe mir gedacht, ja, ist ja doch nicht so unlustig und spiele dann jetzt halt ein bisschen Overwatch und das ist alles irgendwie ganz lustig, aber natürlich am coolsten, wenn du ein Team hast, weil dann kannst du dich absprechen und dann funktioniert das Ganze auch ein bisschen besser, als wenn man einfach so ins Quickplay reingeht. Was wollte ich zum... Habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Das ist ja auch egal. Auf jeden Fall, das ist toll. Zenyatta ist ein cooler Typ.
finde ich persönlich, auch wenn viel zu stark und mit viel zu viel Aiming-Hilfen, also Aim Assist, glaube ich, meiner Meinung nach auf der Konsole. Du spielst das am PC, nicht wahr? Mhm. Ja. Ist das da auch so krass, dass der relativ viel abräumt, so mit Kill-Beteiligung, was natürlich auch mit Sekunden einige Discord Charaktere, mit denen habe ich ein einziges Mal gespielt. Und Zenyatta gehört dazu? Ja. Ja. Das ist, deswegen habe ich auch in diesen Zufallsduellen am Anfang ziemlich abgekackt, weil ich halt ständig irgendwie nur Charaktere bekommen habe, die ich irgendwie mal so, ja, streckenweise, die ich dann zum ersten Mal gezockt habe. Es gibt halt einfach ein paar, die interessieren mich einfach nicht. Ich spiele nicht gerne Tank, ich spiele nicht gerne Reinhardt und Winston schon gar nicht und so weiter und auch Support. Unser Ana zum Beispiel nie groß und dann ausprobiert, weil sie mich halt einfach nicht interessiert hat. Ja. Keine Ahnung, man hat halt so seine Lieblingsfigur, mit denen kommt man ganz gut zurecht und es macht irgendwie Spaß, da hat man ein Händchen für und ein paar interessieren mich halt einfach nicht. Was spielst denn du so? Also ich glaube, von den 100 Stunden müsste ich ungefähr knapp 85 mit Roadhog. Mit Roadhog? Okay. Mit Rogue Horde? Junkrat spiele ich gern. Mit dem Hawk. Aber der Hawk ist ein Tank. Ja. Ja. Aber es ist auch nicht so der typische Tanker. Er ist nicht wirklich so. Du kannst halt auch immer schön flankieren und die einzelnen Leute dann so wegziehen. Mhm. Wobei ich sagen muss, also die. Sogar ich hatte heute noch ein paar Matches, wo ich gesagt habe, so okay, also das mit dem Haken ist streckenweise schon ein bisschen arg strange. Also so oft wieder inzwischen durch Türschwellen und Kanten durchgeht. Ich meine, klar, es ist immer eine Latenzgeschichte, ja. Das ist so, wann er es berechnet und ne. Aber manchmal schaut es schon echt strange aus. Das verstehe ich auf der anderen Seite irgendwann, aber heult nicht rum. Ja. Ja. Wie viele Play of the Games kriegst du als Junkrat? Also ich sehe das relativ häufig, wenn der halt seinen Reifen anschmeißt, dann. Ja. Kann man gut und gerne mal einen Teamkill hinkriegen. Ja, kannst du aber eigentlich, also keine Ahnung, ich sehe häufiger Divas als Junkrats. Stimmt. Weil den Reifen kannst du halt trotzdem immer noch zerschießen. Du musst immer ein bisschen Glück haben. Also, wenn so ein blöder Mac bei dir reingefahren kommt. Ich hatte auch schon Matches, wo ich mit 3 Reifen nicht einen gekillt habe, weil sie das Ding immer vorher zerlegt haben. Ja. Oder ich zünde das Ding, weil ich gerade die Capzone freiräumen will und in dem Moment, wo der Reifen dann an seinem Ziel ankommt, sind alle schon tot und du denkst, ja, danke fürs Gespräch. Und ja, sonst Lucio spiele ich gern. Lucio. Mercy geht so. Ja. Lucio ist ein bisschen cool mit seinem Wallride. Ja, vor allem wenn du dann eine schöne Szene in Ilios, also das sind ja 3 verschiedene Capsules und die eine, wo du quasi so direkt, wo das Häuschen, so das mit den 4 Eingängen oder 6 Eingängen direkt so an der Wand steht. Und dann kam ein anderer Lucio und hat mich runtergeballert mit seinem Knockback. Aber ich habe es geschafft, so weit an die Wand wieder zu kommen, um wirklich so einen kleinen Schritt nicht. Das hat mich locker 20 Sekunden gekostet, bis ich da irgendwie so langsam wieder hochgekommen bin. So, yay! Dann war ich oben und dann hat mir Roadhog ins Gesicht geschossen. Yay! So gehört sich das. Aber es war schön. Ich habe festgestellt, ich fand Soldier ist ja relativ einfach zu spielen, genauso wie Reinhardt. Das sind irgendwie so die Einsteiger-Tanks bzw. Damage-Dealer. Wen ich relativ cool finde, ist halt McCree mit seiner Rolle. Die Rolle finde ich gut. Die hat mir schon häufiger das Leben gerettet. Und dem Stun, den er so hat, also der wirft dann so ein kleines Granätchen, das nicht besonders weit fliegt, wie ich mehrfach festgestellt habe. Aber dann halt den getroffenen Gegner stunt, das finde ich ganz cool. Und wie gesagt, Zenyatta spiele ich häufiger, Lucio ab und zu. Und meistens, weil ein Tank fehlt, spiele ich halt Reinhardt. Mit den anderen Tanks komme ich halt überhaupt nicht klar. Bei Roadhog fand ich das immer sehr enttäuschend. Irgendwie stand da ein Soldier oder sowas vor mir und ich habe ihn halt hier einen Haken ausgeworfen, weil ich furchtbar häufig als Reinhardt das mitkriege, wenn du gerade dein Schild nicht abpasst, dass halt ein Roadhog ankommt, dich wegziehst und dir halt so Schrottflintenladung in die Fresse haut. Und ich denke mir so, ja cool, mache ich jetzt auch mal, ne? Schmeiß halt den Haken, zieh den ran, der bleibt halt 5 Meter vor mir stehen oder sowas. Ich denke, toll, was bringt denn jetzt die Schrotflinte? Aber es ist sehr spaßig, sehr spaßig.
Ja, was immer ganz gut funktioniert, ist, wenn du jemanden schon das Sekundärfeuer entgegenschickst, in dem Moment mit dem Haken ranziehst, dann nochmal ins Gesicht schießt und mit dem Haken im Nahkampf hinterher gehst. Ja. Aber das Allerschönste ist immer noch, wenn du jemanden einfach killst, indem du diesen Abschlaghaken einfach ins Gesicht schmeißt. Ich finde, das hat was Beruhigendes. Style. Das hat was Beruhigendes. Ja, doch. Ich denke mir das oft, auch in der Fußgängerzone. Ja. So, ich würde jetzt gerne jemanden einen Abschlepphaken ins Gesicht schmeißen. Ja, den Wunsch habe ich noch nicht häufig verspürt, aber ich kann an manchen Stellen nachvollziehen, warum du das fühlst. Mhm. Und du hast mir gerade völlig neue kreative Möglichkeiten eröffnet. Es muss auch in meinen täglichen Gedanken spielen, wenn ich durch die Welt gehe. Abschlepphaken. Ja, das ist der High Five der etwas anderen Art. Sehr schön, sehr schön. Was ich auch gespielt habe, ist Destiny. Und ich habe endlich, habe ich heute schon Maria berichtet, haben wir endlich den finalen Boss von Zorn der Maschine erledigt, dem Raid. Also Axis Phase 2. Was sehr lustig ist. Das ist so ein typischer Destiny-Endboss-Kampf, wo es halt so viel Zeug auf einmal stattfindet, dass du dir halt die ganze Zeit immer nur denkst, ey, wie soll man das denn hinkriegen? Wie soll man das denn hinkriegen? Also vibest du so 30 Mal oder so, und dann kriegst du es mit, ja, eigentlich ist es total einfach. Man muss halt nur das Timing wissen oder so. Also bei dem ist das halt so, dass man da einmal mit so speziellen Raketenwerfern schießen muss, um andere Gegner wegzuballern, bevor sie irgendeinen bestimmten Punkt erreichen, weil sonst ist es ein Vibe. Und lassen dann eine Mine droppen, die auf den Boss geworfen werden muss in einer bestimmten Zeit, sonst ist es ein Vibe, damit man den Schild von dem Boss wegmacht, der dann durch die Gegend teleportiert zu bestimmten Punkten. Und dann gibt es halt so drei Typen, also drei Helden aus der Gruppe, die sind empowered und müssen dann auf diesen Typen draufspringen, um ihn zu stunnen. Und wenn du das nicht schnell genug machst, es ist kein Vibe, aber dann löst er das aus, was für den nächsten Vibe sorgen könnte, weil man muss dann irgendwie sich vor so einem bestimmten Debuff oder so einem tödlichen, wie nennt man das, so einen Zauber, der alles umbringt, wenn du da stehst. Und es gibt halt so einen Bereich, wo du stehen kannst, wo das nicht passiert. Da musst du auch erstmal schnell genug hinkommen, weil es ist natürlich ein großer Raum. Und wenn du ganz hinten am anderen Ende bist und denkst du so, ach, scheiße, ey, läufst du jetzt oder... Sonst ist noch ein bisschen Munition, lässt sich wieder aufheben oder sowas. Hm. Ist auf jeden Fall sehr lustig. Du hast halt ständig immer diese, es könnte jederzeit halt ein Vibe sein, weil wenn einer drauf geht, kannst du eigentlich zu 85% davon ausgehen, dass die anderen Leute das nicht covern können. Und das Ganze machst du dann 4 oder 5 Mal hintereinander, um ihn dann halt fertig zu machen. Und dann hatten wir das gestern, dass ich beim Draufspringen auf ihn drauf bin ich irgendwann mal an der Decke hängen geblieben oder sowas, sodass ich nicht auf ihn draufgekommen bin. Und ein anderes Mal bin ich vor ihm runtergefallen, dass ich nicht auf seinen Rücken draufgekommen bin. Und ein drittes Mal habe ich auch schon wieder irgendwas versaut, dass ich schon echt ein Scheißgefühl hatte. Und dann haben wir es aber irgendwie beim letzten Versuch, stand ich gerade richtig, habe es dann auch geschafft, ihn noch zu slammen. Also war schon relativ kurz vorher oder so. Und habe mir schon gesagt, yeah, Party. Und dann hieß es halt Enrage, weil nach 10 Minuten enragen die Bossen und machen halt irgendwie großartigen Shit. Wir haben aber nicht rausgefunden, was der großartige Shit war, weil nichts davon jetzt uns umgebracht hätte. Und dann war, glaube ich, irgendwie, der teleportiert dann auch pro Phase 3 Mal und der war gerade das 2. Mal teleportiert und wir haben eigentlich das 3. erwartet und dann teleportierte er plötzlich in die Mitte zu seiner Ursprungsplattform und wir denken so, hä, was ist denn jetzt los? Und dann unser Patrick, den einige vielleicht noch, weil hier irgendjemand eine PC-Powerplay-Frage auch irgendwie geschrieben hatte, der auch bei der PC-Powerplay gearbeitet hatte, hat dann gesagt, alles drauf, holt eure Gellerhorn raus oder so, eure fetten Raketenwerfer drauf, weil das halt die Endphase ist, wo du ihm die Fresse polierst, bevor er dich explodiert, damit er halt down ging. Und ich glaube, es war so 0,5 Sekunden, bevor er uns umgebracht hätte, dass er wirklich gestorben ist. Es war sehr lustig. Axis kann ich jedem nur empfehlen, ist ein geiler Typ. Nächste Woche wieder. Das Interessante ist dann, dass wir jetzt auch das Quest-Item haben für eine exotische Waffe, die heißt Ausbruch Primus. Das ist ein Impulsgewehr, wo man irgendwie merkwürdige Sachen für machen muss. Irgendwie, du musst in einer Gruppenzusammenstellung von einem Jäger, einem Warlock und einem Titan
bestimmte Aufgaben machen. Also jetzt beispielsweise einen Strike spielen oder Patrouillen machen oder was auch immer. Also quasi die Dailies von Destiny. Und dann musst du dich versammeln an einem Ort und dann musst du da in diesen Würfel, den du da hast, irgendwie bestimmte Kombinationen eingeben mit Minus und Plus Strom rechnen und so ein Bullshit. So diese typischen Fummel-Dinger, wo du dann 35 Mal drum drückst, bis unten der richtige Wert rauskommt und so. Das musst du irgendwie alles irgendwie gleichzeitig machen. Und dann mit den anderen Leuten in deiner Gruppe auch irgendwie teilen, damit es dann zum nächsten Schritt kommt, wo du dann wieder mit dieser Gruppe Zeug machen musst, um dann den nächsten Stromgenerator, den Stromausgleich zu machen oder sowas, wieder alles zusammen irgendwie relativ kompliziert, dann nochmal den Endboss umlegen, natürlich, warum auch nicht, und dann nochmal diesen Strom da umzuleiten oder sowas, dass du schon denkst, und dann kriegst du dann deine bekackte Waffe. Nein, die ist bestimmt total super. Ich sehe die nämlich ständig in Videos und denke mir, ich hätte sie eigentlich gern. Und das wird noch sehr lustig, weil jetzt man ist ja zu sechst im Raid und hat halt jetzt zweimal drei Gruppen mit einem Warlock, einem Titan und einem Jäger. Und es müssen halt auch immer diese drei Leute sein, die zusammenspielen. Jetzt müssen wir erstmal einen Zeitpunkt finden, wann wir eigentlich zusammenspielen können. Das ist sehr schön. Wer sich das ausgedacht hat, gehört es verboten, was sich Leute so ausdenken. Also was sich die Entwickler von Bungie ausgedacht haben für dieses, um überhaupt an dieses Quest-Item für diese Waffe ranzukommen. Es gibt da nämlich so einen Raum, der ist, da ist so ein, wie nennen ihn, der heißt der Black Diamond Raum. Da ist in der Mitte so ein großer Klotz, der ist geformt wie ein Diamant, ein schwarzer, den kann man aufmachen. Mit einer bestimmten Kombination an Fässern, die rundherum um dieses Ding sind. Da gibt es dann vier Bereiche. Und du musst auf bestimmte Fässer springen, um erstmal das Rätsel zu aktivieren. Und dann müssen zwei Leute stehen an Monitoren ansagen, was auf diesen Monitoren für Binärcodes erscheinen, um das in Dezimalzahlen umzusetzen, in Reihen und Spalten für diese ganzen Fässer, die da rumstehen, dass du dann auf dieses Richtige draufspringst. Und wie, du springst auf das Falsche, dann setzt das Ganze wieder zurück und so. Das klingt nach keinem Spiel für mich. Ja, bewundere die Leute, die darauf gekommen sind, wie das funktioniert, weil ist jetzt nicht das Einleuchtendste, ehrlich gesagt, das da irgendwie umsetzen zu müssen. Von wegen, oh, ich drücke hier mal auf den Knopf. Vor allem erstmal die richtige Kombination rauszufinden, wie du das mit den Monitoren überhaupt aktivierst. Weil das ist halt ein Raum mit, keine Ahnung, 50 oder 60 Fässern. Aber irgendjemand hat es geleakt von Bungie, wer weiß. Hier, ich wollte jetzt Nico noch fragen, was er eigentlich gerade so spielt. Damit du noch 10 Minuten drüber abnörden kannst, was du so spielst. Ich habe jetzt endlich mit XCOM 2 angefangen und war direkt nach dem Tutorial wieder an der Nadel. Ja. Den ersten fand ich auch super. Ja, den ersten wollte ich eigentlich auch platinieren. Ich hätte nur diese eine Bronze machen müssen für gewinne ein Multiplayer-Match. Ach, das war das. Ja, du hast mir das erzählt. Ich hatte halt einfach keinen Bock. Ich hatte da keinen Bock drauf. Ich hab's fünfmal durch, ich hab's auf Classic Iron Man durch, ich hab's auf Impossible durch, ich hab's insgesamt sowieso 5 oder 6 Mal durchgespielt, weil man es ja einmal von jedem Kontinent aus starten musste und all das so Zeug. Good Times. Und cooles Spiel. Super geil. Ja. Und naja, ich habe es ja heute schon erzählt. Die Ladezeiten auf der PS4 sind. Also, es gibt einige Performance-Einbrüche, die nerven. Mhm. Also, wenn es ein bisschen das Ruckeln anfängt, was jetzt nicht so schlimm ist, ist es kein FPS. Also, insofern, ja. Wayne, so ein bisschen Clipping, Texturfehler ist auch jetzt nicht. Also, das erste war auch nicht perfekt, aber das ist bei der Portierung haben sie halt wirklich geschlampt. Und ich meine, das hätte von der Wertung hätte das oder sollte das auch deutlich Abzug gegeben haben. Aber das Schlimmste sind wirklich die Ladezeiten. Das ist. Gerade wenn man in größeren Missionen unterwegs ist und dann halt einen Spielstand laden will, ich habe gestern mitunter bis zu 2 Minuten gewartet. Was ja auch oft vorkommt, wenn man jemanden verliert, den man nicht verlieren möchte. Ja, und das Ding ist halt einfach, ich meine, das ist, wie gesagt, irgendwann wird auch da dann der Einmal-Modus kommen, wo es sowieso irrelevant ist, weil du deine Spielstände speichern kannst. Weil du näher speichern schon, ja, du kannst es halt nicht laden. Ja, und
dann also ist quasi es auch nicht speichern. Ja, aber gerade wenn du den ersten Durchgang machst, dann willst du dich ja trotzdem erstmal irgendwie mit den ganzen neuen Möglichkeiten auseinandersetzen und ein Gefühl dafür bekommen und so weiter und so fort und einfach auch mal ein bisschen rumprobieren. Und ey, boah, wie gesagt, also das ist die Ladezeiten, die sind echt ein Graus. Also gefühlt habe ich gestern ein Fünftel der Zeit, die ich noch gezockt habe, habe ich auf dem Ladebildschirm geguckt und das war echt kacke. Aber an sich, ich finde es deutlich anspruchsvoller als den ersten Teil. Mhm. Dadurch, dass du jetzt auch fast in jeder Mission halt so eine Rundenvorgabe hast, sowas wie du musst innerhalb von 8 Runden musst du zu diesem Terminal und es gehackt haben, ansonsten diesen komischen Generator außer Gefecht setzen, zerstören, ansonsten pschu. Also was gab es vereinzelt, gab es das aber auch schon im ersten, ja, das aber, war nicht so aber selten, streng. Selten, da hattest du halt wirklich, hattest du auch schon so Dinge, wo du zum Beispiel irgendwelche Generatoren dann ausschalten oder musstest. Leute retten, das war immer das Ätzendste. Ja, aber da hattest du in der Regel hattest du keine Runden, wir mussten halt überleben, aber du hattest jetzt, oder du hattest zum Beispiel irgendwie, sag ich mal, du musst in 5 Runden, musst du bei dem Typen sein, danach kannst du dir Zeit lassen, danach muss er halt überleben. Ja. Aber das war ein Bruchteil aller Missionen. Jetzt gestern die erste Blackside gemacht und da hattest du jetzt zwar keine Rundenvorgabe, aber dafür waren da halt irgendwie 23 Viecher drin von der übelsten Sorte. Boah. Und ich glaube auch, und wie gesagt, und danach war halt so eine VIP-Mission, wo du dann ja auch komplett ohne Concealment startest. Es ist ja auch neu, dass du bei den regulären Missionen, dass du quasi unentdeckt startest und dann erstmal deinen Überfall vorbereiten kannst. Und bist du den ersten. Außer du siehst die Tür nicht und sprintest durch die Tür. Zum Beispiel, ja. Oder du läufst nicht durch die Tür, sondern schlägst erstmal die Scheibe ein. Ja, und denkst dir, aber die Tür war offen. Warum tust du das? Ja. Das hat jetzt auch, dass er irgendwie so ein geschlossenes Gartengatter oder sowas in einer der ersten Missionen war. Und er hat sich gedacht, okay, ich bewege den Typen mal dahin. Ja. Und der hat halt. Voll die Kanne mit dem Stiefel hier. Klack, so. Ja. Und da denkst du dir dann so, good job. Deswegen bist du Rookie in meiner Elite-Einheit. Mhm. Naja, okay, nein, sind ja Guerilla-Kämpfer, die können ja Fehler machen. Ne? Mistakes were made. Guerillas dürfen Fehler machen. Aber, wie gesagt, das sorgt dann entsprechend schon immer für ein bisschen Stress, weil du kannst dich halt auch nicht so richtig vortasten und spätestens, wenn der erste Ambush dann irgendwie durch ist, musst du ja aufpassen, dass du dann nicht irgendwo am besten, ja keine Ahnung, hast von deiner Squad irgendwie alle schon irgendwie maximal gezogen, hast keinen im Overwatch, mit dem letzten gehst dir ein Feld zu weit und was ich auch glaube ist, weiß jetzt nicht, es gab so im Einser gab so 1, 2, 3 Story-Missionen, die haben sich auch von der Gegneraufstellung nicht geändert, egal wie lange du gebraucht hast, aber dein Fortschritt und vor allem auch der Gegnerfortschritt ist ja getimed, also das war ja auch wie beim Einser, du konntest dir natürlich Zeit lassen, bevor du dieses oder jenes, beziehungsweise zum Beispiel die erste Basis da im Ozean irgendwie platt gemacht hast. Aber du konntest dich schon so weit vorbereiten, dass du schon mit Plasmagewehr umgelaufen bist. Aber dann haben dich halt keine Sektoiden erwartet, sondern direkt mal 2 Sektopods im ersten Raum. Und es ist schon ein bisschen heavier. Ja. Heavier. Und gerade jetzt ist es auch, es ist halt noch so Umgewöhnung. So, boah, wie mache ich das mit den Wissenschaftlern und Engineers? Mhm. Das System ist halt doch ein bisschen anders. Du kannst nicht mehr irgendwie mehrere Forschungen gleichzeitig anwerfen. Du kannst bloß mit den Forschern halt die Zeit von manchen dieser Projekte dann irgendwie verringern. Mit den Autopsien, welche Autopsie wirkt sich auf welches Projekt aus, zum Beispiel, dass du Waffen dann halt irgendwie in der Hälfte der Zeit irgendwie erforscht und so weiter. Und das ist, solange du das halt noch nicht weißt. Und das ist halt ein bisschen Trial and Error am Anfang. Und den ersten habe ich 3-mal neu gestartet, weil ich halt gleich am Anfang irgendwie so viel Scheiße gebaut hatte, dass ich halt jedes Mal wieder... Classic Iron Man hatte ich 19 Anläufe, bis ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich meinen Spielstand, auf dem lohnt es sich weiterzumachen. Mhm. Und das war richtig heftig. Und da habe ich mich eigentlich am Anfang immer bloß eingegraben irgendwo und habe in meinen Overwatch reinlaufen. Was wir ja dadurch auch verhindern wollten, zum Beispiel so Terrormissionen, wo ich gesagt habe,
die Zivilisten. Ja. Ist mir scheißegal, wenn da jetzt die 13 abkratzen. Man muss an das große Ganze denken. Ja. Und dann habe ich mich da wirklich am Parkplatz verbarrikadiert und habe diese ganzen Sektoiden einfach ins Sperrfeuer laufen lassen. Ich dachte, oh. Und jetzt musste mindestens, jetzt sind es halt keine Terrormissionen, sind es diese Retaliation-Missionen. Und dann musst du mindestens 6 Zivilisten retten, um erfolgreich zu sein. Und klar, du musst nicht, also du kannst entweder nach wie vor so in den Wirkungsbereich von denen reinlaufen, damit du es in Sicherheit bringst, oder du killst halt alles, was an Alien-Geschmeiß rumläuft. Ja. Und das ist zum Beispiel wieder so ein Ding, wenn du zum Beispiel, du hast manche Missionen, dann musst du dein Team extrahieren und musst dann auch wirklich in eine Zone, wirst vom Hubschrauber abgeholt und so weiter und so fort. Hast dann meistens auch nur eine bestimmte Anzahl an Runden. Und ich hatte das gestern zum Beispiel, es war echt knapp bemessen. Ich hatte diesen VIP im Schlepptau, habe die Mission echt einigermaßen gut durchgeprügelt. Und da waren dann diese Codex-Fucker, oh, wie habe ich sie gehasst. Ja? Auf jeden Fall echt schweres Geschütz haben sie da aufgefahren, wo ich mir dachte, das hat gerade so, also den ersten Teil, es hat gerade so hingehauen, also wirklich jede Runde perfekt gespielt und am Schluss einmal den Sniper zu lange im Overwatch gelassen und dann hat das halt einfach von der reinen Rundenzahl nicht geschafft, irgendwie um 2 Felder. Mhm. Ja, und wenn er das nicht schafft, dann muss nicht sterben. Nee, die lassen den eiskalt zurück. Ja. Und er dachte so, er ist doch da. Jetzt kommen die 2. Mein Gott, Mensch, weiter, die zieh doch mal Schritt nach vorne. Ja. Und ja, ich bin auf alle Fälle noch gespannt. Ja, das ist bei XCOM ist immer so ein bisschen Frust und Freude liegen nah beieinander. Ja, Dishonored Collector's Edition habe ich mir noch ausgelassen. Oceanhorn habe ich vor kurzem gespielt, Oceanhorn, das ist so ein bisschen wie, es war so ein PSN-Titel für 8 Euro, auch so ISO-Perspektive und so ein bisschen, gut vergleichbar mit dem Zelda vom SNES, also hier ein bisschen Equipment, dann kommst du da weiter und so weiter und so fort. Das noch schnell platiniert, blub. Und irgendwann ein Code, den mir Sascha gegeben hat, Strike Vector, blub. Das war mal ganz nett. Ja, Black Ops 3 mal wieder ein bisschen weiter gespielt, aber dann festgestellt, dass der Controller im Sack ist. Oh, wow. Deus Ex endlich fertig runtergeladen. Ja. Ich dachte schon, er sagt jetzt, ich habe auch Deus Ex fertig gespielt. Nein, ich habe es fertig runtergeladen. Nee, aber das konnte ich zum Beispiel auch, wie gesagt, nicht zocken, weil das ist alles, wo du dann irgendwie so halt auch rennen musst, indem du auf den L3-Stick drauf drückst. Mhm. Das hat alles nicht funktioniert, deswegen habe ich halt erstmal nach Alternativen gesucht, bis ich mir einen neuen Controller kaufen konnte. Irgendwas, wo ich halt einfach nochmal, ansonsten halt Alien Nation, das ist, da komme ich auch noch nicht so ganz von los. Das mit dem Controller zum. Ich hab das gehabt, dass ja eine Trigger bei Division irgendwie dafür gesorgt hat, dass die SMG nicht mehr aufgehört hat zu feuern oder sowas. Cool. Aber das war das einzige Spiel, in dem ich irgendein Problem hatte. Okay. Deswegen, sicher, dass es am Controller lag. Deswegen bin ich noch nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube. Oder hatte ich das einmal doch in Destiny? Ich weiß nicht. Du hättest es bloß als Switch verkaufen müssen. Ja, aber es bringt ja halt nichts, weißt du, wenn der da wild rumfeuert und du kannst währenddessen noch nicht mal anständig zielen, sondern er macht so hier. Also vorher überall irgendwo. Das Bild, weißt du, kommt deine Gegner so, die auf der Straße entgegen und steht diese so, wirre Frau. Steht so, in alle Richtungen feuert. Es ist so ein Comic-Moment in jedem Kriegsfilm oder sowas, keine Ahnung. Nee, nicht in Antikriegsfilmen, in Kriegskomödien, keine Ahnung, gibt es sowas eigentlich? Kriegskomödien, ja, Tropic Thunder. Stimmt. Ja, Mann. Ja. Aber ansonsten, keine Ahnung, ich überlege auch gerade, ich sag so ein bisschen Overwatch halt, abends so zum Feierabend, ein Level oder so am Tag. Ich spiele gerade PvP in World of Warcraft. Boah, nee. Ich habe mir gedacht, ich gucke mir mal an, wie schnell das so geht mit dem Prestige-Level. Ich mache die ganzen PvP-Level in dem Ehrensystem, mache ich einfach nur über Weltquiz. Mit dem Ehrensystem. Ich fand das relativ cool. Ich glaube, ich habe schon 3 oder 4 Level meiner Artefaktwaffe über PvP erspielt. Ist gar nicht so schlecht. Hm. Und man erwischt manchmal halt auch so tatsächlich Gruppen, die sind ein bisschen cool drauf oder so. Heute hatte ich ein Spiel auf Voss und Galsch, wo so ein Paladin halt die ganze Zeit versucht hat, die Flagge zu holen aus der Horde-Basis. Und ich bin halt hinter ihm her, weil ich war der einzige Heiler und vielleicht braucht er ein bisschen Support.
Und der ist halt immer irgendwie draufgegangen oder so. Und dann jammert erstmal so ein bekackter Dämonenjäger mit viel drum, so von wegen, hier ist. Ich dachte so, ja, hallo, ich kann hier überall sein. Ich bin der einzige Heiler auf diesem Battleground, hast du schon mal nachgeguckt? Und dann meinte er auch so, Andra, ja, hier, kannst du jetzt nicht auf die Heiler ziehen, schieben, du Blödmann, weil du bist ja auch der Meinung, du müsst da in der Mitte rummingeln, während das Objective eigentlich ein anderes ist. Mhm. Und dann kam tatsächlich ein Magier, der die Flagge genommen hat, und ich laufe so hinter ihm her und gebe ihm immer so Speedbuff mit dem Schild und ziehe immer so in der Gegend rum, und er blinkt da lustig rum und was auch immer, und wir haben tatsächlich die Flagge gekappt, und dann kam das Zeitlimit, und dadurch, dass wir die Flagge hatten, haben wir gewonnen, weil wir im Vorteil waren. Ich finde das bei Overwatch gut. Immer, weil wenn man sagt so, ja, heal, ich liebe das ja bei Overwatch, ja, so, wir brauchen Heilung, dann guckst du rein, so, ja, wir brauchen aber auch keinen zweiten McCree, oder wir brauchen auch keinen dritten Genji oder fünften Hanzo. Ja. Ja, be my guest. Was ich auch geil finde, ist, bin Tank, fuck off. In Overwatch, wenn ich Reinhardt spiele oder sowas, dann nehme ich an, dass die Leute irgendwie so ein bisschen das Spiel verstehen und dann sich hinter dir versammeln, weil du hast halt ein Schild aufgespannt, der einen Schaden abfängt, je nachdem, was auf dich schießt. Also es gibt ja welche, die machen nicht so viel Schaden, aber so ein Bastion oder sowas, oder eine Diva, die hauen das halt relativ schnell weg, kann ich auch verstehen, wenn die Leute nicht hinter mir stehen. Aber meistens stehe ich halt da und spanne mein Schild auf, und dann gibt es halt Leute, die verstehen nicht, dass sie durch den Schild durchschießen können, was ich immer sehr unterhaltsam finde. Mhm. Und die wollen es nicht kaputt machen. Und dann die Geschichte. Es gibt irgendwie einen Team-Vibe oder sowas, aber nicht genau zeitgleich, sondern so ein bisschen zeitversetzt. So 2-5 Sekunden oder sowas dazwischen. Und die Leute spawnen wieder in der Basis und laufen vor, aber immer nur einzeln. Ja. Das ist ein Prinzip, was ich nicht verstehe. Man könnte nach vorne gucken und sehen, oh, da sind nur Totenköpfe. Hm. Ich bleib mal eben 3 Sekunden hier stehen und laufe vielleicht mit meinem Team gemeinsam. Hallo? Nein! Das würde ja Sinn machen. Gestern auch. Crazy Susanne. Gestern irgendwie, weißt du, auf der, ich weiß nicht, welche Karte das war. Irgendeine mit oben, war es Hollywood oder war es Eldorado oder so. Keine Ahnung, ich glaube, es war Eldorado. Irgendwo stand halt auf dem Dach links eine Diva, und gegenüber auf einer Brücke stand ein Bastion, und sonst wo stand noch ein, keine Ahnung, ein Reaper oder sowas rum. Und die Payload muss halt da durch. Und dann bist du natürlich da volle Kanne weggemäht, wenn du 3 Gegner um dich herumstehen hast und du nur DPSer bei dir in der Gruppe hast, die erstens immer nur bei dir rumrennen, ohne irgendwie mal zu gucken, ob man vielleicht roamen könnte, um jemanden eiskalt zu erwischen von hinten oder so. Leute, die dann nicht hinter deinem Schild stehen, während du im Sperrfeuer quasi stehst. Und ich habe das jetzt gesagt. Achso, die dann noch nicht nach oben gucken oder sowas. Weil wenn man nach oben guckt, dann kriegt man. Also, ich meine, wenn man seinen Charakter beobachtet, dann kriegt man ja vielleicht hin und wieder mal mit, aus welcher Richtung man beschossen wird. Aha. Also, manchmal denke ich mir, Alter, Vater, was sind denn das für Spieler? Aha. Aha! Trefft am besten dich auf mich, wenn ich Overwatch spiele. Wir haben gerade das erste Wochenende Overwatch zocken und dann hier schon Pomegranate Red. Ja, weil es ist halt diese Kackbuhl, es ist halt in voll Pros. Es ist halt in Konsolenspielen immer das Gleiche. Es ist auch in Destiny immer das Gleiche. Dass die Leute dann einzeln da rumrennen oder sowas, wenn du jetzt im Team Deathmatch bist oder so. Dann hast du eine höhere Chance, wenn du mit deinen anderen 6 Leuten irgendwie, mit deinen anderen 5 Leuten irgendwo zusammen gemeinsam rumrennst. Oder mit einer kleinen Gruppe irgendwo außen rumläufst. Ach, das denkst du dir doch jetzt aus. Wir haben noch ein paar allgemeine Fragen und dann entlassen wir uns in wo sonst wohin. Weiß ich nicht. Auf Klo. Zum Beispiel. Fendio wollte wissen, warum wir eigentlich so lange Pause hatten. Ich habe schon nach anderen Podcasts gesucht und mich gefühlt, als würde ich fremdgehen. Oh, wie süß. Ja, wie gesagt, Erkältung und so ist kein Spaß, und viel Arbeit und so ist auch kein Spaß. Aber wir schauen, dass wir das hier wieder ein bisschen regelmäßig hinkriegen. Möglicherweise nicht nächste Woche, ich könnte Ausgleich haben. jetzt eine Frage, spielt ihr aktuell noch Pokémon Go? Und wenn ja, wie viel? Ich glaube, ich schaue alle 3 Tage mal rein. Also ich spiele schon eine Weile nicht mehr. Der Sebastian, der spielt immer noch viel. Immer noch avide. Ja, nur der ist auch gerade krank. Der ist auch gerade krank.
könnte zusammenhängen. Wenn ich schaue irgendwie alle 3 Tage rein oder wenn gerade Event ist oder so, jetzt ist gerade wieder Doppel-XP Sternstaub-Bonus-Woche. Da kann man nochmal ordentlich abstauben. Manchmal mache ich das gern. Aber ich warte eigentlich darauf, dass wieder so ein richtiges Event kommt, wie beispielsweise das Halloween-Event, wo ja tatsächlich Monster in der Umgebung ausgetauscht waren. Das fand ich relativ cool, weil da konnte ich ein paar Typen finden, die ich halt noch nicht hatte. Ich kann es bei mir auch gerne mal abstauben. Die Regale hätten es mal wieder nötig. Hast du so viel Sternenstaub drauf liegen? Ja, Sternenstaub. Nenn es, wie du willst. Fjern und Scheidner macht weiter so und bitte wieder regelmäßige Podcasts hochladen. Aun fragt, was habt ihr mit Sam gemacht? Man sieht ihn kaum noch in der Spambox und Maladin muss Platzhalter spielen und aufpassen, dass ich keinen groben Unfug treibe. Ich habe Sam gefragt und Sam sagt, er hat gerade zu viel zu tun. Ihr merkt schon, das zieht sich so ein bisschen durch, das Thema, dass wir zu viel zu tun haben. Sterling schreibt, 1 Monat Luft und dann noch die letzte Heftausgabe. Da macht man sich schon Sorgen. Schön, dass wir gleich wieder was auf die Ohren bekommen. Fragen. Welche Auswirkungen wird das Ende des Buff-Magazins auf eure Redaktion haben? Wird innerhalb des Verlages gewechselt? Dürft, / wollt ihr etwas aus dem Nähkästchen plaudern? Nein. Nein. Weiß ich nicht. Wenn sich hier personell was ändert, dann werdet ihr es schon über kurz oder lang mitkriegen. Ja. Aber wir können einfach sagen, wird keiner rausgeworfen. Ja, das... Ja. Susanne, als Vollzeitabonnent der PC Powerplay, was ich sehr begrüßenswert finde, übrigens, war man ja schon Böses bezüglich plötzlich Schluss gewohnt, aber Cynamite hat ja bis heute noch seine Spuren hinterlassen. Ja, Cynamite, haha, ich sag dir jetzt nicht, was wir zu Cynamite immer so sagen, gesagt haben. Alles Gute euch und bis zum nächsten Podcast dann. Ja, keine Sorgen, Buff gibt's auch weiter. Yeah, hallo. Ja. Wir sind hier. Win schreibt noch, wie sieht nun die Zukunft von BAFT-Artikeln innerhalb der PC Games More aus? Ja, wir haben ab der kommenden Ausgabe, ab der 1/2017, einen 16-seitigen BAFT-Sonderteil. Der wird auch in einem etwas anderen Layout sein, also eher so in diesem BAFT-Style, den man vom Heft gewohnt ist. Wir werden da noch ein paar kleine Anpassungen machen. Wie das genau aussehen soll, wissen wir noch nicht. Aber das sind Artikel, die sich hauptsächlich um Themen drehen, die nichts mit World of Warcraft zu tun haben. Weil dafür gibt es ja die anderen 116 Seiten in der Moor. Genau. Vollumfänglich WoW widmen und auf den 16 Seiten haben wir dann Platz für andere Themen. Ja. World of Final Fantasy zum Beispiel. Genau. Da-da. Oder Guild Wars, habe ich gehört. Ja. Oder anderen schönen Specials. Also, oder Guild Wars, wie Alex mal gerne gesagt hat. Guild Wars, ja. Ja. Nein, also wir werden halt versuchen, dass wir auch demnächst in der Moor halt solche Specials bringen, die wir halt auch in der BAFT halt regelmäßig hatten. Ja. Also coole, schöne Specials. Ja. Ich stehe auf coole, schöne Specials. Und Win schreibt auch noch, Susanne, hast du auf der BlizzCon was Neues gehört, ob es einen EU-Blizzard-Merchandise-Shop geben wird? Zoll und Versand sind ja teilweise teurer als der Artikel selbst. Ja, das Gerücht, dass es den in der EU geben sollte, den Gear Store, das gibt es ja schon länger. Aber er wurde bisher immer noch nicht umgesetzt. Ich habe da jetzt auch nicht explizit nachgefragt. Es gibt aber einen guten Grund, warum ich irgendwie für 5 Leute oder sowas von der BlizzCon Zeug mitbringen musste. Weil es natürlich wesentlich billiger ist, es da zu kaufen und das dann hier wieder rüberfliegen zu lassen, statt tatsächlich den Zoll und Versand zu bezahlen. Ich kann mich noch daran erinnern, es gibt ein paar Sachen, die ich mir tatsächlich im Gear Store gekauft habe in Amerika, die ich unbedingt haben wollte, und zwar hier drüben. Zum Beispiel das Circling Plush, wo du auf der einen Seite einen Circling, auf der anderen Seite einen Baneling hast, also den du mit zum Reißverschluss umkrempeln kannst oder sowas. Ich glaube, dafür habe ich 30 bezahlt, $30. Und ich glaube, Zoll war nochmal 20 Euro oder so. War ein teures Ding. Insofern hoffe ich auch inständig, dass sie möglicherweise mal diesen Gear Store nochmal in EU umsetzen. Aber ich kann ja irgendwie schauen, ob ich da nochmal irgendwie nachfragen kann, ob es da irgendwelche Neuigkeiten gibt. Weil die Ankündigung ist, glaube ich, auch schon ein Jahr alt, dass sie das eigentlich in EU machen wollen. Jetzt am Wochenende lohnt es sich aber auf jeden Fall, da mal reinzugucken, weil viele Sachen sind ja deutlich günstiger. Jetzt ja, vielleicht rentiert sich dann vielleicht rentiert sich das dann wieder mit Verpackungsmaterial und Frachtkosten und Zoll. Ist immer noch sehr teuer, aber manche Sachen sind da, glaube ich, fast um die Hälfte reduziert. Also kann man tun. Kann man sich vielleicht mal leisten. Bestimmt hier so irgendwelche coolen, in Anführungszeichen, Overwatch-Leggings. Diese furchtbaren Leggings. Ich finde diese Print-Leggings irgendwie eigentlich so... Ich finde auch, dass die Kleider ziemlich billig aussehen. Ich fand auch dieses Todesritter
Dresskleid, ja. Ja, habe ich auch irgendwie. Weiß ich nicht, das ist so, das sieht so nach so einem Stoff aus, weißt du, so diese, der Stoff der Albträume, so Radlerhosen in den 90ern, weißt ja, du, so ein Stoff ist das. Ich hab's nicht angefasst, aber ich habe eine in so einem Ding gesehen. Dann, so schon lieber die, dann schon lieber die Bodybuilder-Hosen aus den 90ern. Geiler. Ja, ja, mein geiler, Gott. Geiler so hießen die bei uns. Die hatten so ein Overall an. So aus so Plüschstoff oder sowas. Hm. Ich glaube tatsächlich so Plüschstoff oder sowas. Also von oben bis unten mit Kapuze und sowas. Und Burgern draufgetraut. What the fuck? Ich habe mich sehr gefreut, als mein Zipper heute kam. Mein Zipper, mein Shirt von QWERTY mit der Negan Major League. Mhm. Also, habe ich es dir gezeigt? Nein. Das ist voll gut. Das ist das Major League Baseball Logo. Nur das dann.